Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Qualion zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Grüße nach da draußen. Wir spielen heute wieder eine Runde DSA ohne DSA-Regeln, sondern mit dem Regelwerk Cinema. Wenn ihr wissen wollt, wie man das spielt, hier gibt es Infos darüber. Auf rollenhörspiel.de/cinema könnt ihr das umsonst runterladen als PDF. Ein System, was das cineastische Spielen und das immersive Spielen in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, hier würden heute keine Würfel sichtbar fallen und meine SpielerInnen werden auch keine Würfel schmeißen. Das mache wenn dann ich. Aber wie gesagt, schaut euch das gerne an, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert. Ja, und ich bin ja heute nicht alleine hier, sondern ihr seid ja heute wieder zahlreich hier. 14 Leute seid ihr. Dankeschön, dass ihr zuguckt. Und hier kommt eben schon einer rein und ist nur geblieben, weil ich so ein cooles Thumbnail mit dem Pölle drauf gemacht habe. Und es weiß, der Pölle hatte dafür gesorgt, dass diese Person jetzt hier bleibt. Das ist doch super. Deswegen müssen wir dem Pölle auch mal zeigen. Da ist er, oben links im Bild, spielt uns heute den Arikio. Den Mondschatten des Fex. Pure Absicht mittlerweile. Off-air weiß ja ganz genau, wie das Ding ausgesprochen wird. Ich sammle mich kurz. Den Segen des Fürsten der Gestirne. Sorgt nur wieder für tolle Standbilder. Auf der anderen Seite haben wir den bodenständigen Krieger aus Weiden, Lumin, der wird gespielt von Rintaro. Hallo zusammen und die 12 zum Gruße. Ja, dann haben wir unten links Stadtpoetin, spielt Shayariel Eulenschwinger, die auelfische Wildnisläuferin. Herzlich willkommen.
Und last but not least, Snorri Ragnarsson, gespielt vom Sleeve, der Torvalsches Schiffszimmermann. Swafnir zum Gruß, ihr Landratten. Genau, wir sind auch an Land. Wir sind nämlich in Gerasim. Falls ihr nicht wisst, wo das liegt relativ nördlich in Aventurien. Wenn wir mal kurz eine Karte einblenden und das funktioniert. Da, hier, Gerasim sieht man, oberhalb der Salamandersteine, unterhalb hier des wirklich nördlichen Gebiets, umgeben von sehr, sehr viel Wald, gelegen an einem Fluss, eigentlich an zwei Flüssen. Und von daher haben wir schon ein bisschen Wasser für Snorri dabei. Und ja, unsere HeldInnen sind alle auf unterschiedlichsten Arten und Wegen nach Gerasim gereist und sind dort Gäste der Magierakademie und haben da auch schon Unterrichtsstunden geben müssen beim letzten Mal, mehr oder weniger. Und Lumin ist beim letzten Mal mit der Spektabilität der Magierakademie, mit Professor Silberhaar, verschwunden, um ein Artefakt, ein Flock zu untersuchen und diesen Flock auf magische Weise irgendwie einer Untersuchung zu durchziehen musste. Da muss da ganz viele magische Kraft reingesteckt werden, so Herr Silberhaar. Lumin kennt sich damit überhaupt nicht aus, aber das wird schon seine Richtigkeit haben, obwohl dieser komische Silberhaar ein bisschen durch den Wind ist, wie wir das beim letzten Mal durchgegeben haben. Ich lasse es ja eigentlich nur machen, weil mein guter Reisegefährte ein gutes Wort für den Silberhaar eingelegt hat. Aber er hätte schon fast einen Rückzieher gemacht, als er mit diesem Herrn Silberhaar in Kontakt getreten ist. Grauenhaft. Ja, also der ist alt und er ist ein bisschen durch den Wind. Das Einzige, was ihn richtig bei Stange hält, ist seine Assistentin, Adepta Tassia. Und die habt ihr auch schon kennengelernt. Genau, und die hat dann dafür gesorgt, auch mit Hilfe auch des anderen Kollegiums, dass ihr den guten Herrn Silberhaar das Artefakt untersuchen lasst. Und währenddessen habt ihr die Schüler unterrichtet, mehr oder weniger, und euch zwei Klassen gestellt. Einmal den ganz Jungen, die hattet ihr noch im Griff. Und die etwas Älteren, die waren dann ein bisschen aufmüpfiger und haben euch auch schwierige Fragen gestellt, auf die ihr teilweise gar keine Antworten hattet. Oder, naja, wo ihr um Antworten ringen musste zumindest. Und genau, und dann wir starten heute wieder in die Szenerie und schauen uns heute nochmal an, nach dem Alricio, Bayariel und Snorri, die Unterrichtsstunde machen mussten, was Lumin dann mit dem guten Herrn Silberhaar widerfährt. Kleiner Disclaimer noch vorneweg, für alle die DSA oder das Abenteuer und so schon kennen, ich werde sehr, sehr viel an diesem Abenteuer abändern. Und wenn ich gleich nicht sofort auf den Chat oder so eingehe, ihr könnt gerne Fragen stellen und so. Wir haben auch Moderatoren hier, die können gerne was beantworten. Ist das, weil wir so im Spiel sind und deswegen, zum Beispiel, wenn jetzt so was wie jetzt gerade ein Raid hineinkommt. Hallo, ihr neuen Leute, die hier reingeradet seid von Pen and Paper Pat Pat. Willkommen hier. Wir spielen DSA mit Cinema-Regeln. Falls ihr hier gleich irgendwie rein raided oder sonst irgendwie tolle Sachen fragt oder an Antworten erwartet im Chat. Kann sein, dass ich zu beschäftigt bin mit dem Spiel, als dass ich irgendwie antworten könnte. Sind wir so zu sehr in-game. Aber ihr könnt gerne den Chat nutzen, ausgiebig, wenn ihr das möchtet. Genau, Pen and Paper, Pat Pat. Ja. Dankeschön nochmal. Ihr habt auch Tabletop gespielt. Was habt ihr denn gespielt? Ich könnte gerade nochmal schnell reinhauen. Interessiert mich ja, wo die Leute herkommen. Und dann nachher irgendwie von D&D und erwarten hier Würfel. Shadowrun 6. Guck mal, Snorri. Also, Slive ist großer Shadowrun 4 und 3-Fan.
Shadowrun 6, das glaube ich noch nicht, aber zumindest Shadowrun-Universum. Aber mal hast, da habt ihr ja schon euren Fürsprecher hier. Ja, Shadowrun ist auch ein sehr, sehr tolles System. Gut, dann, aber wir starten nach Aventurien. Und wir sind in Gerasim und wir sind in einem Baumhaus von Professor Silberhaar, dem alten Magier, dem Lumin den Flock anvertraut hat, um ihn magisch untersuchen zu lassen. Und es sieht alles ein bisschen merkwürdig aus für Lumin, denn diese magischen Beschwörungsgesten und die sich aufbauende magische Energie wirkt schon ein bisschen unheimlich auf einen Weidener Krieger, auch wenn der in die letzten Monate mit einem Magier unterwegs war und schon das eine oder andere magische Phänomen gesehen hat, ist das doch immer wieder etwas, was einem eine Gänsehaut über den Rücken fahren lässt. Erst recht, als das Artefakt sich dann wie von Geisterhand in die Luft erhebt und von magischen Blitzen und magischen leuchtenden Phänomenen umgeben wird. Und immer wieder begleitet wird von das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Schwierig. In den Bartgemurmel des alten Mannes, der anscheinend wirklich gerade weiß, was er da tut. Zumindest kann Lumin da jetzt nichts großartig anderes herauslesen. Ich bin grundsätzlich skeptisch. Dieser Flock wie wild in der Gegend herumdreht in der Luft. Also komplett cool wird Lumin da garantiert nicht bleiben und auch mal fragen, so muss das so? Ist das gewollt? Das ist völlig normal. Normal? Okay. Also er trainiert gerade Selbstbeherrschung, ja. Du bist nicht da. Ja, immerhin habe ich dir was mitgegeben. Er trinkt auf jeden Fall, er holt einen Flachmann hervor und trinkt mal einen Schluck. Sehen Sie nicht die magischen Muster, die sich dort bilden? Das ist da äußerst interessant. Du siehst, wie gesagt, einen sich um sich selbst herrotierenden, in der Luft schwebenden Flock und die magischen Entladungen, die sich in der Luft irgendwie auf darum herum manifestieren. Und es ist sichergestellt, dass es nicht kaputt gehen kann durch das, was sie da tun? Es ist selten mal etwas kaputt gegangen. Dann brechen Sie bitte ab. Wieso? Ich bin noch kurz davor, sein Geheimnis zu entlüften. Wollen Sie das jetzt nicht haben? Ich guck mal zu Hilberto. Hilberto, du hast dir mein Vertrauen verdient, aber... Der lehnt ganz entspannt an der Wand und hat so einen Fuß an die Wand gelehnt und hat die Arme verschränkt. Nur ruhig. Also ich guck mal in eine andere Richtung oder sowas, aus dem Fenster oder so, versuche ein bisschen Luft zu holen. Aber er guckt immer wieder so über seine Schulter, um zu gucken, oh Gott. Ja, und dann fällt der Flock mit einem Male auf den Boden und die magischen Entladungen hören abrupt auf. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, Professor Silberhaar hebt das Ding auf, läuft dann zu dir rüber und gibt es dir wieder. Eindeutig nicht magisch. Okay. Aber Sie haben doch gesagt, dass sich da irgendwelche Muster... Was? Also hat das nichts ergeben, die Analyse? Ja doch, dass es nicht ein nicht magischer Gegenstand ist. Ja natürlich, er ist ja auch von den Göttern geschickt und nicht von Menschenhand erschaffen. Ja, das haben wir ja jetzt festgestellt. Das war angezweifelt? Ja, war das nicht die ursprüngliche Annahme? Naja, wir haben es von der Bohrenkirche bekommen. Das heißt ja nichts. Jetzt guckt er etwas entsetzt. Bitte? Ja, okay. Also ich packe den... Ich habe selbst schon magische Gegenstände von der Preioskirche erfangen.
und untersuchen müssen. Da waren ziemlich mächtige Artefakte bei. Gute alten Zeiten. Heutzutage geben sie einem ja kaum noch was. Gerade hier nicht. Hier sind ja keine Prios-Jünger mehr gewesen, schon seit Monaten nicht mehr. Wir haben schon schwer. Gut, Herr Silberhaar, danke für Ihre Zeit. Ja, Lumen packt, schlägt den Flock, hat ihn jetzt wahrscheinlich das erste Mal live angefasst, schlägt ihn jetzt aber wieder in das Tuch und steckt ihn wieder in eine Innentasche seiner Weste. Was ich allerdings sehen konnte, ist, dass irgendjemand versucht hat, magisch auf dieses Ding einzuwirken. Hat derjenige es... Wissen Sie, was er damit vorhatte? Es sieht nach verschiedenen Komponenten aus. Einerseits so etwas wie Auffindzauber, also jemand hat versucht, es zu finden. Andererseits ein mächtiger Versuch, das Ding zu vernichten. War ja nicht stark genug. Sehr eindeutige Anzeichen eines Destruktivo, eines auf elementarer Ebene ansetzenden Vernichtungszaubers. Ich gucke so hilfesuchend zu Berto, Übersetzung. Jemand hat versucht, das Ding magisch kaputt zu machen. Danke. Mit ziemlich rüpelhaften Mitteln. Es gibt auch nicht rüpelhafte Dinge, um ein Artefakt zu zerstören. Ja, jemand hat versucht, das Ding also nicht nur kaputt zu machen, sondern eigentlich von der Welt zu tilgen. Okay. Gut, dass es nicht geschafft hat. Ja, mir ist nicht ganz klar, warum nicht. Aber es ist anscheinend ja auch mehr an dem Ding dran, als wir denken. Natürlich ist es ein heiliges Artefakt. In der Tat. Er guckt ein bisschen verständnislos wieder so in die Gruppe. Gut. Es ist immer höchst interessant. Die kamalen Kräfte sind mir immer noch ein Rätsel. Ich müsste sie eigentlich mal studieren, aber ich fürchte, meine Lebenszeit reicht nicht mehr aus, auch das noch zu studieren. Hesinde wäre bestimmt von eurem Versuch sehr angetan. Oh, bestimmt. Ich könnte es versuchen. Aber man es gibt noch so alles. Viele andere Rätsel, die ich auch noch auf den Grund gehen muss. Ich denke, ihr habt schon mehr Wissen vergessen, als ich je gelernt habe. Von daher seid froh für das, was ihr erreicht habt. Ja, vielen Dank. Nehmt das als Kompliment. Ja, können Sie auch, denke ich. Ja. Gut. Dann danke für Ihre Mühe, Hilberto. Ich hoffe, damit bist du jetzt auch zufrieden. Ja, in der Tat. Auch wenn wir nicht feststellen konnten, wer auf das Ding eingewirkt hat, oder? Es ist auf jeden Fall jemand, der diese magischen Anwendungen kann und kennt. Da kommen nicht alle Akademien in Frage. Vielleicht ein freier Magier oder jemand aus der Schwarzen Gilde. Vermutlich ein Elf, einer namens Ganajon oder einer seiner Helfer oder so. Immerhin hat derjenige versucht, es aus den Händen meiner Familie zu stehlen. Was heißt versucht? Er hat es ja geschafft. Nee, mir ist noch nie ein Elf begegnet, der solch radikale Methoden benutzt hätte. Nun ja, ich kann Ihnen sagen, als er die Klinge am Hals meiner Frau hatte, war ich da auch etwas überrascht. Wie bitte was? Das ist ja sehr rabiat, würde also zu seiner Vorgehensweise passen. Seid ihr sicher, dass es ein Elf war? Man, ja, er hatte spitze Ohren, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Und ihr habt ihm nichts getan vorher? Nein. Manchmal weiß man das nicht so genau, ob man ihm was getan hat oder nicht. Ja, aber also ich habe mal von einem Elfendorf gehört, das irgendwo in der Nähe eines unserer Wälder leben sollte. Wir haben aber nie jemanden zu Gesicht bekommen. Also von daher... Ja, das ist auch im Normalfall ein gutes Zeichen. Und außerdem hätten wir ihnen irgendwas getan, hätte ich mit einem Überfall gerechnet oder irgendwie einem Angriff, aber nicht einem einfachen Diebstahl. Verstehe. Das war schon gezielt und derjenige wusste, was er hat. Immerhin hat er anscheinend ja einen Zauber gewirkt, um dieses Artefakt zu finden.
Ja, das kann ich durchaus hier nachvollziehen, ja. So, also von daher kann das jederzeit finden. Das heißt, da wo das Artefakt ist, sind die Leute in Gefahr. Ich weiß also nicht, ob das eine gute Idee ist, zurück zu meiner Familie zu bringen. Weil ich wüsste nicht, warum er es nicht einfach noch ein zweites Mal probieren sollte. Das ist richtig, ja. Vielleicht sollten wir es an einem Ort verstecken, wo man nicht ganz so einfach hinkommt. Das ist wahrscheinlich die klügere Wahl, aber ich bin nicht derjenige, der die Möglichkeit hat, diese Entscheidung zu treffen. Immerhin ist es ein Artefakt, das von der Kirche meiner Familie in Obhut gegeben wurde. Und da werde ich mit meinem Vater drüber sprechen müssen, wie wir damit weiter umgehen. Stehe. Aber das mit diesen Elfen lässt mir jetzt auch irgendwie keine Ruhe. Das ist völlig unelfisch. Diese Vorgehensweise. Nun ja, es dieser passt Elf, auch nicht zu diesen magischen Phänomenen hier. Dieser Elf scheint auch... Also ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Elfen, aber... Oh, ich kenne ganz viele. Ja, ich habe jetzt neuerdings viele kennengelernt, seitdem ich in dieser Stadt bin, tatsächlich. Vielleicht, sprechen wir einmal mit ein paar ortsansässigen weisen Legendensängern. Vielleicht wissen die mehr darüber, über einen Elfen, der mit solch zerstörerischen magischen Energien um sich schmeißt. Kennen Sie davon jemanden persönlich? Können Sie mir jemanden empfehlen? Und wir haben ein paar elfische Magister hier angestellt. Allerdings sind die immer ziemlich darauf bedacht, nicht viel mit uns zu interagieren, außer zu den Lehrveranstaltungen. Wen könnte man denn da fragen, ohne dass wir so tief in ihre Gesellschaft irgendwie einen schlimmen Gedanken... Also sie müssen wissen, bei Elfen ist es so ein Problem, wenn man mit ihnen interagiert, interagiert man nicht nur mit ihnen, sondern mit ihrem ganzen Volk. Verstehen Sie, was ich meine? Und wenn ich dort eine so düstere, zerstörerische Energie mit hineinbringe, und allein die Frage danach wäre vielleicht schon eine Tendenz dazu, dem Volk Schlechtes zu tun. Wie soll das, wenn man mit einer Person spricht, dem ganzen Volk schaden? Ja, das ist ein komplizierter magischer Vorgang. Ich fürchte, dafür sind sie nicht gebildet genug, um das zu verstehen. Sie können es ja in einfachen Worten, wie Sie es Ihren Schülern versuchen zu erklären. War da nicht eine elfische Bekannte in Ihrer Gruppe? Vielleicht fragen Sie die mal. Ich denke, ich bin nicht gebildet genug. Ich kann Ihnen ja gerne helfen. Ah. Vielleicht fragen wir die. Also, wenn Sie das mit. Also, wir fragen Sie zuerst, ob wir das dürfen und dann. Was geht sie denn für einer Profession nach? Ist sie Legendensängerin? Ich habe sie erst vor ein paar Stunden kennengelernt. Und Sie haben sie nicht gefragt, was sie macht? Vielleicht ist sie Malerin. Das wäre schön. Also sie sieht... Na gut, viele Elfen, die ich hier gesehen habe, sehen wildniserfahren aus. Ich werde noch mal ein tieferes Gespräch bestimmt mit dir führen. Aber wie gesagt, ich kenne sie erst seit ein paar Stunden. Und die Hälfte der Zeit damit haben wir hier verbracht, gefühlt. Verstehe. Also wenn das nichts gibt, dann könnte ich auch noch mit einer Dryade hier vor Ort sprechen. Die ist zwar keine Elfin, aber kennt sich sehr gut aus mit elfischer Geschichte. Und außerdem ist ihr Seelenlied verbunden mit einer uralten elfischen Entität. Seelenlied? Ja. Das ist wieder so eine elfische Sache. Die ist super schwer zu erklären. Ah, okay. Also Sie müssen sich das vorstellen, dass das Sein der Elfen, jedes einzelnen Elfen, ja, das, sie bezeichnen das als Lied, das sie sind quasi. Ja. Und der Ausdruck von dem, wie sie wirklich sind, ist ihr Seelenlied. Und das kann auch nach dem Tod noch weiter existieren. Weil es wird dann als Lied irgendwo weitergesungen.
Es kann sogar in verschiedene Teile. Also im Prinzip wie bei den Torvalern quasi. Halt solange das verschiedenen Teilen, also verschiedene Strophen zum Beispiel. Also wie bei den Torvalern, die singen ihre Legenden oder tragen ihre Legenden ja auch weiter. Und solange die wieder besungen werden, sterben sie nicht wirklich. Ja. Also zumindest deren Taten. Ja, so ähnlich können Sie sich das vorstellen, nur dass es halt eine wirkliche magische, ich würde sagen magische Substanz dahinter gibt, hinter diesem Seelenlied, weil die Elfen, wissen Sie ja, sind auf magische, übernatürliche Art und Weise mit sie einander verbunden. Und wenn das Seelenlied in ihrer Verbundenheit aufgeht, ist gut. Es ist ziemlich viel Magie für heute gewesen. Verzeihung, ich bin... Alles gut. Irgendein Vermächtnis der Völker hatten Sie noch angesprochen, da hätten wir wohl Zugriff oder dürften wir darauf zugreifen. Das was ist genau... die Sehenswürdigkeit schlechthin hier in Gerasim, das sollten Sie sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay, ist das eine Art Baum oder eine Schrifttafel oder... Es ist eine Art Ort. Okay, gut, aber das können das wir ja morgen. Das ist schwer zu beschreiben, man muss es gesehen haben. Gut, da habe ich aber vor, mit meinen neuen Bekannten hinzugehen, weil wir scheinen alle ähnliche Erlebnisse gehabt zu haben. Ja, wenn wir die Dryade fragen wollen, dann müssen wir sowieso dorthin. Wie heißt diese Dryade? Adepta Tassia weiß doch noch, wie hieß die? Ach, die ist ja nicht hier. Wenn ich mir singe, selber merken muss. Also... das Seelenlied in ihr heißt Kalaya, aber im Moment Nianalidia heißt sie. Nianalidia. Ist dryadisch. Kann man schwer aussprechen. Und wenn ich jetzt nochmal frage, was genau ist eine Dryade? Ist das irgendeine Art Profession, eine Art Druidin oder sowas? Ein Baumgeist. Mehr oder weniger. Ein was? Okay, mir erkläre ich das jemanden aus Weiden. Also ich weiß, was ein Geist ist und ich weiß, was eine Fee. Sie wollen also irgendein... Okay. Er nimmt nochmal seinen Flachmann und trinkt nochmal einen Schluck. Ich werde noch zum Alkoholiker. Gut, eine Fee. Klar, sprechen wir mit einer Fee. Ist es morgen besser oder heute Abend besser? Wann ist ihre Geschäftszeiten? Ich glaube, sie hat da gar keine große... gar keinen großen Sinn für Tageszeiten. Ah, das wäre natürlich praktisch, ja. Weiß ich nicht. Ja, ich denke, ich mache das morgen. Ich denke, ich schlafe erstmal eine Runde. Ja. Ich glaube, das ist... Nianalidia. Wo finde ich diesen Baumgeist? Bitte was? Wie? Die Dryade. Wo finde ich sie? Welche Dryade? Also die, ja. Ach so, Vermächtnis ja. der Völker, natürlich. Im Vermächtnis. Und wo fängt das Vermächtnis der Völker? Ja. Was? Wo finde ich das Vermächtnis der Völker? Da müssen Sie in die Mitte der Stadt zu diesem großen Baum. Mittelstadt, großer Baum, macht Sinn, wo ein Baumgeist ist. Ja, okay. Gut, ich werde dann weiterfragen. Wissen Sie, dass da ein Baumgeist ist? Ich bin ein gebildeter Mann und gehe auf ihn zu und schüttel ihm die Hand und sage, vielen Dank. Mondane Bewegungsmagie, ja. Hilberto, ich gehe... Ist das faszinierend? Er sollte eine Unterrichtsstunde halten für die Kleine. Überlegen Sie sich nicht das in der Stunde nötig, nochmal. Nicht nötig, Magister. Ich glaube, wir haben anderes zu tun. Ja. Das ist äußerst schade. Wo ist überhaupt Adepta Tassia? Ich glaube, sie ist in einer der Unterrichtsstunden. Wieso denn ohne mich? Das kann doch gar nicht sein. Sie hat so viel zu tun hier. Zum Beispiel mir zu sagen, wie diese Dryade heißt. Nianalidia oder so, vielleicht? Richtig, woher wissen Sie das? Sag ich ja, gebildeter Mann. Ich bin dann... Ein schönen Abend. Mittelsilber ist das Schwierige. Ein schönen Abend noch. Und geht. Also er würde Richtung Ausgang flüchten wollen. Und guckt so Hilbertus an, so von wegen, kommst du mit? Der zuckt mit den Schultern. Ansonsten, wir wissen ja, wo wir uns finden. Schönen Abend euch beiden noch. Und geht.
Wenn er draußen ist, atmet er einmal tief durch. Trink noch mal einen Schluck. Und ja, langsam kommt der Alkohol so ein bisschen durch. Ja, das ist vollkommen okay. Ich bin irgendwie auf irgendwelchen Baumhäusern, ne? Ich muss da noch eine runter. Okay, ich suche mal den Fahrstuhl, der irgendwie. Ach scheiße, gibt es hier irgendwie ein Seil, wo man sich runterlassen kann? Nee, komm, ich nehme den Fahrstuhl. Auf das bisschen mehr Magie kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ja, gibt so ein hohes, schallendes Art, eine hohe Melodie, die wird die getönt und als dann die Plattform betrittst, schwebt sie langsam und seicht in den Boden. Okay. Also sobald sie ungefähr so auf dem Schritthöhe ist oder ein bisschen drüber oder sowas, dann springe ich einfach schon da runter. Ja, und schaue mich um und überlege Travergewalt eventuell. Was zu essen, was zu trinken. Also was zu essen als Unterlage für das, was ich schon getrunken habe, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Die gute Travergeweihte Feenhilde. Ja. Genau. Und Lumen genießt auch gerade so ein bisschen dieses durch die Wälder streifen und beziehungsweise durch die Wälder, also durch die Stadt streifen. Und je weiter er von der Magierakademie wegkommt, desto leichter werden seine Schritte. Das Problem ist ja, die Stadt ist ja die Magierakademie. Sie hat egal, ja dieser Gebäude. Ort, wo er gerade war. Das musst du ihm nicht ins Erinnerung rufen. Für ihn ist das erstmal weg. Okay. Ja, dann sehen die anderen eventuell von ihrem, was die Stunde beendet ist, von oben aus dem Wipfeln, wie Lumin unten mit drammen Schritt Richtung Travia Schrein läuft. Ja, was geht denn bei uns jetzt gerade so? Gerade die Unterrichtsstunde beendet und steht jetzt quasi. Nicht. Essen gehen zu diesem Dorfsuppending? Ja, ich glaube, Lumin ist ohnehin auf dem Weg. Ja, dann sollten wir uns vielleicht anschließen. Vielleicht. Vielleicht ist es da ruhiger. Vielleicht ist es ruhiger und die Menschen haben nicht so schwierige Fragen. Ja. Ruhiger? Also ja, ruhiger schon, als wir... eben in der Klasse. Ihr wisst schon, dass wir uns hier in einer Stadt befinden und ihr in eine Taverne wollt? Und du weißt schon, dass ich einen dummen Witz gemacht habe über renitente Schüler. Ah. Wirkten eigentlich ganz nett. Ich fand die eben anstrengend, die Fragen. Ich hätte mir aber noch mehr über den Sternenfall herausgefunden. Das wäre interessant gewesen. Durchaus. Und Snorri, hör auf, dich über Kognitionsgefälle zu beschweren, bitte, ja? Ich weiß. Genau das meinte ich doch. Ach, da redet ihr halt die Klappe. Lass uns Bier trinken gehen. Dann machen wir uns mal auf zu dem Dorfplatz. Lumin kommt dann irgendwann auch Feenhilde entgegen mit einem großen Kessel. Aber lasst euch helfen. Den sie sich hinter sich herzieht auf so einem kleinen Rollbrett. Ich würde es ihr abnehmen, wenn sie lässt. Oh, das ist ja Travia zu Dank. Ja, gerne. Wenn was ich in eigenen Händen habe. Wie geht's dir? Ich habe eben noch ein kurzes Stoßgebet geschickt, dass mir ein starker Mensch doch helfen könnte. Und da bin ich. Die Götter helfen einem. Wer, wenn nicht euch? Oder wen, wenn nicht euch? Naja, eigentlich allen. Ja, im Optimalfall. Aber ich denke doch, dass gerade die, die ihr komplettes Leben in den Dienst eines Gottes packen, vielleicht das ein oder andere Quäntchen mehr Aufmerksamkeit haben. Ja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kenne einfach nur ein paar Wege, wie ich die Kommunikation effizienter gestalten kann. Das ist nie verkehrt. Professor Silber hat irgendwann mal gesagt, dass wir, die wir unsere Leben in den Dienst der Götter stellen, von ihnen belohnt werden mit einer Art Gegenleistung, mit einer göttlicher Kraft.
Davon habe ich natürlich auch schon gehört. Zweifelt ihr es denn an? Nein. Nein. Manchmal denke ich mir, es ist ein bisschen, also es kommt mir manchmal ein bisschen ungelegen, dass ich das krieg und andere nicht. Ihr seid ein guter Mensch, wisst ihr das? Oh, danke. Aber ihr macht euch vielleicht zu viele Gedanken, immerhin tut ihr ja auch was dafür. Ja, ich habe viel Kontakt mit Leuten, die gerne denken. Ich mag das. Ja, ich hatte heute, glaube ich, eine Überdosis. Überdosis Denken, sowas gibt es? Kann ich mir nicht vorstellen. Nun ja, also Mr. Silberhaar ist, seitdem er anscheinend etwas senil geworden ist, zumindest stellenweise, doch recht anstrengend. Ja, er ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist eine Koryphäe auf fast jedem magischen Gebiet. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Und er hatte eine ganze Zeit lang, jetzt bestimmt über eine Stunde, klare Gedanken anscheinend, wenn er sich auf etwas fokussieren kann, was ihn wirklich interessiert, und scheint sein Kopf hier noch mitzugehen. Oh ja, meistens kann man mit ihm sehr gut philosophieren oder über magische Phänomene sprechen. Was wisst ihr eigentlich über die Dryade, die hier lebt? Oh, nicht viel. Also ich habe sie natürlich schon mal getroffen, aber naja, ich bin nicht so der Feenfreund. Also irgendwie, ja, irgendwie schon, aber ist mir unheimlich. Ja, ich verstehe euch, glaube ich, besser, als ihr denkt. Was ist, oder muss man bei dieser Dryade irgendwas beachten? Kann man einfach hingehen und sagen Hallo? Oder sind da irgendwelche Umgangsformen wichtig, die man beachten muss? Freundlich sein. Das ist generell immer eine gute Idee. Das sehe ich auch so. Na gut. Ansonsten, wenn sie euch hineinlässt, dann habt ihr schon mal die halbe Miete. Okay, das kriegen wir doch bestimmt hin. Bestimmt. Ihr seid ja auch ein ziemlich hilfsbereiter, netter Mensch. Von daher habt ihr da, glaube ich, keine Probleme. Das sehe ich als Lob an. Dankeschön. Vorsicht, da vorne ist so eine Hügel, den haben die Kinder Was? gerobt. Oh! Okay. Wäre beinahe schiefgegangen. Und da hinten sind schon eure Freunde, eure neuen, da, dieser große Mann mit Ah. den bunten Hosen und der kleine Ja, Mann mit den nicht so bunten Roben. eine wahrlich bunte Truppe, nicht wahr? Und eine, ja. In dieser Elfen, ja. Ja, das ist korrekt. Das ist, aber sie Außerdem. scheint, ja, sie wollte, sie hatte sogar mal überlegt, Bier zu probieren, aber hat sich dann hinterher doch dagegen entschieden. Ja. Wäre eine schlechte Idee gewesen. Okay. Sie ist viel Ertragen Sie zu das? neugierig. Also vielleicht sprecht ihr mal, wenn ihr sie näher kennt, mal ein Wort mit ihr und sagt ihr mal, so ein bisschen aufpassen, was sie tut. Ja, aber ist eine gewisse Neugier nicht gut? Das erleichtert doch Ja. auf neue Personen und andere Personen Ich zuzugehen. kenne das. Hier waren schon einige dieser neugierigen jungen Elfen, die hier hingekommen sind, um die Welt zu entdecken und es ihnen überhaupt nicht gut bekommen. Zum Beispiel, wenn sie Bier trinken. Okay, also ich halte Sie von Bier fern oder generell von Alkohol? Elfen vertragen keinen Alkohol. Okay, gut. Dann halte ich Sie halt vom Alkohol fern. Aber das ist doch ein. Okay, das wird schwierig mit dem Torvala in der Runde, aber ich denke, das ist doch eins der geringeren Übel, nicht wahr? Also ich meine, immerhin gibt es eine Stadt, wo Menschen und Elfen zusammenleben. Also von Eben daher. deswegen, wir haben ein bisschen Erfahrung damit, ja. Aber das, die Elfen, die hier leben, sind halt auch etwas schon daran gewöhnt. Wenn eine Elf von außerhalb kommt, ist es manchmal etwas ganz Schwieriges. Deswegen sagte ich ja vorsichtig. Und wenn Sie dann so neugierig sind, dann probieren Sie oft Sachen aus, die Ihnen dann am Ende schaden. Und das ist nicht gut. Ich glaube, Alricio hat so einen Elfenratgeber dabei. Ja, das ist doch hervorragend. Ja, vielleicht führe ich Dann ihn mir lasst auch ihn mal das zu machen, Gemüte. wenn er so ein Elfenexperte ist. Okay, vielleicht lese ich das Buch auch bei Zeit. Bücher lesen ist oft eine sehr gute Entscheidung.
durchaus. Nicht gut. Alle, es gibt auch so Schundromane aus dem Horasreich. Schundromane? Naja. So mit viel Weiberei und so. Okay. Sowas gibt's, ja? Im Horasreich gibt's sowas, glaube ich. Ist natürlich schändlich, ja. Schändlich. Den Gerüchten glaubt, treiben die es ja ganz schön bunt da im Horasreich, im Adel vor allen Dingen. Ja, ich habe viele Gerüchte gehört. Also das ist nichts gegen einen guten mittelländischen oder heidnischen Adligen. Die sind ja alle bodenständig. Aber geben wir uns Mühe. Ja, zumindest sehen wir nicht aus wie Clowns. So genau wollte ich es jetzt nicht kommunizieren. Sorry. Außerdem sind Clowns doch lustig. Ja, aber es ist auch schön, wenn die Gaukler mal wieder weg sind, nicht wahr? Eigentlich ist das immer ziemlich bedauerlich. Weil da muss man meistens bezahlen, wenn sie weggehen. Ach so, ja. Aber je länger sie bleiben, desto teurer. Also ich meine, dem kann man ja nicht entgehen, nicht wahr? Zeche Prellen gehört, der schickt sich ja auch nicht. Das geht gar nicht. Na, siehst du. Das Gastrecht der Travia muss auch immer gewahrt bleiben. So, ich glaube, wir sind da, oder? Und ich winke auch mal so zu den anderen. Hallo! Naja, ich packe den Kessel an die vorgesehene Stelle. Ja, dann siehst du dann, dass auch schon etliche andere Elfen und Menschen hier eine große Palette an Nahrung aufgefahren haben. Brote, die gerade irgendwie frisch duften, und andere Leute, die auch Eintöpfe gemacht haben oder Salate oder irgendwelche Gemüsesachen, die irgendwie aufgebaut. Und sogar, es gibt jemanden, der hier ein halbes Wildschwein irgendwie aufgebahrt hat. Also das ist irgendwie, sieht nach einem Riesenfest aus. Da bekommt Lumen tatsächlich das erste Mal wieder so ein Lächeln im Gesicht. Genau, also sieht ein bisschen danach aus, als würde bei euch der Ortsansässige, also wenn dein Vater ein großes Fest schmeißt für den ganzen Landstrich, dann sieht das so aus. Großartig. Ja, die Bauern waren wahrscheinlich auch enttäuschter, dass die Hochzeit ins Wasser gefallen ist, als ich. Ja. Okay, gut, ich würde zu den anderen gehen, nachdem ich den Kessel abgeliefert habe. Und war eure Lehrstunde noch gut? Lumin amico, wie war's? Es ist vorbei. Und sie haben herausgefunden, dass der Flock nicht magischer Natur ist. Sondern? Das war's. Sie haben da irgendwie eine Stunde oder mehr Hokuspokus gemacht und haben hinterher gesagt, ist nicht magisch. Zwischenzeitlich ist er geflogen durch die Gegend. Irgendwelche Blitze haben sich entladen oder reingeladen. Ich weiß nicht, was da alles passiert und was sie damit vorhatten, aber sie haben hinterher herausgefunden, dass sie das irgendwie über magischen Wege dieser Flock irgendwie gesucht wurde und dass jemand versucht hat, ihn zu zerstören. So, aber beides scheint ja nicht funktioniert zu haben. Und jetzt hast du ihn wieder? Ja. Aber ich bin am Überlegen, ob mein Zuhause der richtige Ort dafür ist, wenn solche radikalen Gruppen auf der Suche danach sind. Haben Sie ihn denn gefunden? Ja, sie haben ihn in meiner Familie geklaut. Geraubt, um es besser zu betiteln. Aber sie konnten ihn nicht zerstören. Das ist korrekt. Immerhin hat Alriccio ja den Flock wiedergefunden. Ja, gefunden, genau. Das hat dich sehr belastet, oder, diese Stunde? Hä? Genau, und holt den Flachmann raus und vielen Dank, gibt ihn dir wieder. Da ist nicht mehr viel drin. Da ist vielleicht noch so eine Pfütze oder so. Das hat geholfen. Du wirst gleich etwas zu essen gebrauchen können. Ja, und durchaus. Du kannst dich bei Gelegenheit gerne mal revanchieren.
Gerne, da finden wir eine Lösung. Hab bestimmt auch noch Kräutertee. Bestimmt, ja. Und ihr müsst mir gegebenenfalls mal, also er lehnt sich so ein bisschen zu Alricio rüber, ihr müsst mir vielleicht mal dieses Buch leihen, damit ich da mal rumblättern kann. Danke, ich werde es vielleicht nicht diese Nacht, aber überlegt, steckt es in eine seiner Taschen. Ich hab's schon gelesen, kannst du haben. Ja, danke. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie ein Fest zwischen Menschen und Elfen so stattfindet, nicht wahr? Und guck so in Richtung Shayariel. Ja, ich bin da noch skeptisch, aber können das herausfinden. Aber ihr habt doch die gesunde Neugier, genau, es herausfinden zu wollen. Und das ist doch schon mal ein Ansatz dafür, oder? Also mich wundert, dass hier täglich so große Feste stattfinden, aber wir können uns das ja mal anschauen. Ich glaube nicht, dass das hier täglich passiert. Was hier, also ich bin ja schon 2, 3 Tage da, war das die letzten Tage auch irgendwie so? Nee, ne? Was ist zumindest nicht mitbekommen? Okay. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das wird ja irgendwann zu teuer werden. Wobei die hier auch nicht wirklich Geld für irgendwelche Dienstleistungen haben wollen. Aber gibt es irgendwas zu feiern heute? Lass uns die Menschen noch fragen. Oder Elfen. Lass uns mal losgehen, sonst ist das Wildschwein alle, bevor ich am Buffet gewesen bin. Das wäre nicht gut. Oh ja, etwas Wildschwein hätte ich auch gerne. Wir gehen mal zu diesem Wildschwein. Und dann kann man ja mal den Jäger fragen, was es zu feiern gibt. Falls der da ist. Ja, oder zumindest den Koch, der das Wildschwein zubereitet. Da steht auch ein etwas hagerer Mann mit einem ganz breiten Lächeln, der euch freundlich angrinst. Guten Abend, guter Mann. 12 zum Gruße. Zwölf zum Gruße. Wollten wir fragen, ob wir vielleicht etwas von dem köstlich aussehenden Wildschwein kriegen könnten? Und B, wollten wir fragen, gibt es einen besonderen, etwas Besonderes zu feiern? Was wie feiern? Nee, wer feiert denn hier? Na, es gibt so gutes Essen. Ja, das ist von jedem hier. Jeder bringt irgendwas mit. Ach, das wird jeden Abend gemacht? Na, nicht jeden Tag, aber öfters. Irgendwann trifft man sich morgens und denkt sich so, irgendwie, der eine sagt es dem anderen und der sagt es weiter und dann kommen wir abends alle zusammen und bringen was mit. Aber das ist doch kein Fest. Das ist ganz normal. Okay. Und gibt Wir es dann sitzen immer einfach so. hier dann gemeinsam und essen zusammen. Und habt ihr das Wildschwein extra für dieses Fest zubereitet? Oder Abendessen? Ich habe geguckt, was ich noch habe, und ich habe dann gesagt, das halbe Wildschwein kann man doch ruhig mal. Davon würde man bei uns die ganze Sippe für einige Wochen satt bekommen. Naja, wenn das ganze, die ganze Stadt hier kommt ja jetzt auch. So ein halbes Wildschwein wird wohl funktionieren. Naja, und so wie er aussieht, so wie du aussiehst, isst du ja anscheinend auch nicht so viel. Ha, Was soll das denn bedeuten? Streicht sich so über naja, den flachen Bauch. du bist ein hagerer Mann. weiß nicht, ja und? Wenn du viel isst, dann sieht man es dir nicht an. Könnte ich ein Stück von dem Wildschwein probieren? Ich glaube, ich habe schon länger nichts mehr gegessen. Okay, also du Wildschwein und du und sie oder ihr. Auf Ich jeden gebe euch einfach allen ein Stück. Fall. Sehr nett, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Lasst es euch schmecken. Oh, das werden wir. Das kann ich gebrauchen. Schaut sich noch um, was so als Beilage noch Ich ganz kann gut wäre. die Möhren vom Rosenbichler kann ich empfehlen. Ah, okay, ich gucke mich um. Gibt es hier viele Möhren oder gibt es nur einer, der Möhren hinstellt? Es gibt einige, die irgendwie Möhren mit haben, aber es gibt nur einen, der die so richtig so noch an so einem Strauch gebunden hat und so an so einem Stecken vor sich herträgt. Zeige ich mal fragend in die Richtung bei dem. Ja, der Rosenbichler. Ja, ich bin neu hier, müsst ihr wissen. Ach Aber so. danke. Stimmt, ich habe euch noch nie gesehen. Warum sollen wir denn gerade seine Möhren nehmen?
Ich weiß nicht, was er damit macht, ob er denen gut zuredet oder so, aber die schmecken immer ein bisschen süßlich. Das klingt gut zu Wildschwein. Ja, dann lass uns ein paar Möhren holen. Ich beiß schon mal heimlich ins Fleisch rein. Den Eintopf von Fingunde, der ist auch immer gut. Wo finde ich die denn? Da vorne. Dankeschön. Dann hole ich mir mal eine Schüssel Eintopf noch zusätzlich. Ich hole mir ein paar Möhren. Ja, ich hole mir auch ein paar Möhren dazu und wenn ich damit fertig bin, gucke ich mal, ob noch etwas Eintopf übrig ist. Ja, der Eintopf leert sich sehr, sehr schnell, weil anscheinend sehr, sehr viele Leute etwas von Fingundes Eintopf, Fenhildes Eintopf haben wollen. Dann verspüre ich ein wenig Fressneid und gehe vielleicht, bevor ich meinen Teller leer habe, mal hin und gucke mal, ob ich noch ein Schälchen kriege. Ja. Gut, na, ihr könnt euch da gut und satt essen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch gar nicht so selbstverständlich. Ja, ich genieße das und gerade auch mit dem Hinblick, dass ich fast den kompletten Flachmann leer gemacht habe. Ja. Das ist schon merkwürdig. Normalerweise müsste ich jetzt wochenlang auf Jagd gehen, damit ich so ein gutes Essen bekomme. Und hier bekomme ich das einfach so vor die Nase gesetzt. Das hat auch Vorteile, in einer Stadt zu wohnen. Absolut, absolut. Man ist halt nicht auf nur eine oder wenige Personen angewiesen, sondern die ganze Gemeinschaft sorgt halt fürs Essen. Ist das bei euch nicht so? Bist du die einzige Nein. Jägerin im Dorf? Ja, wir haben alle unterschiedliche Aufgaben, aber unsere Sippe ist nicht so groß und ich bin am besten in der Jagd, deswegen bin ich meistens zuständig, etwas zu besorgen. Das ist Und dann bin ja. ich wochenweise unterwegs und manchmal finde ich etwas und manchmal auch nicht. Dann essen wir sonst nur Beeren. Oh, das ist ein bisschen dürftig. Also wie viele Leute seid ihr denn? Ah ja, so 20 sind wir vielleicht. So, ja, ein paar Kinder noch, aber 20. Und ihr habt dann nur noch ein paar, die ein paar Beeren sammeln? Habt ihr keine Felder, wo ihr Weizen, Getreide oder andere Nein, Sachen sowas machen wir nicht. Wir sammeln Nüsse und Beeren und manchmal finden wir Eier, wenn die verlassen wurden, also die Nester von den Vögeln. Und ja, und wenn ich auf Jagd bin, dann gibt es mal ein Reh oder einen Hasen. Aber das war's tatsächlich. Aber warum haltet ihr euch nicht einfach ein paar, weiß ich nicht, Hühner oder andere Vögelarten und oder ja, Ja. sorgt für einen Stall, dass ihr immer etwas zu essen da habt oder legt ein Feld an? Ich gucke. Achso, vorsichtig soll ich sein. Entschuldigt bitte meine forschen Fragen. Ihr müsst natürlich nicht alles sofort beantworten. Aber wir leben ja im Einklang mit der Natur. Warum sollten wir die Tiere denn uns untertan machen? Also es ist ja ein Geschenk, wenn ein Tier sich opfert für uns und wir es essen dürfen. Und das kommt halt manchmal vor, aber das ist halt nicht selbstverständlich. Und sonst leben wir mit den Tieren, die leben auch mit uns, aber die würden wir ja nicht essen. Die leben einfach mit uns im Wald. Und Felder anbauen, nein, da hätten wir ja gar keine Zeit mehr für andere Sachen. Unsere Musikinstrumente, das Singen, die Magie, die Geschichten. Okay, es ist eine sehr andere Lebensart. Wenn ihr mal in einer richtigen menschlichen Stadt seid, werdet ihr wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht fast schon schockiert sein. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich finde das ja hier schon sehr merkwürdig. Gut. Wir versuchen es langsam anzugehen, oder? Und er hebt seinen Becher und will mit dir anstoßen. Ich habe Kräutertee. Ist egal, er wird Bier haben oder sowas. Und ja, auf eine interessante Bekanntschaft und guckt auch generell in die Runde. Auf jeden Fall, Essen gibt es hier gut. Das Bier ist immer noch so dünn wie eben. Aber vielleicht sollte ich heute auch ein bisschen kürzer treten und nicht noch mehr trinken. Oder ist laufen. Recht? Na, ich muss heute ja nicht mehr weit, nicht wahr? Morgen werden wir wahrscheinlich eine Fee treffen.
Eine Fee. Eine Dryade. Dryade, Dryade, glaube ich, ja. Genau, eine Dryade. Namens Nianalyndyr oder so. Ich glaube, Kalaya oder so ist, glaube ich, irgendwie ihr Seelenname oder so. Ich habe keine Ahnung. Amiko, du solltest dir ernsthaft merken, wenn dir jemand einen Namen verrät. Das ist super unangenehm, wenn du morgen vor die Fee trittst und ihren Namen nicht kannst. Wenn ich ihren Namen nicht kenne, frage ich einfach vorsichtshalber. Aber wenn ein etwas verwirrter Silberhaar versucht, dir einen Namen zu sagen, den er nach einer Minute schon wieder vergessen hat und dann mich fragt, woher kenne ich den Namen, ist es auch ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, ob er ihn mir richtig gesagt hat. Überzeugt. Haben wir vor bei der Dryade? Die ist wohl, wohnt wohl bei dem Vermächtnis der Völker und zum Vermächtnis der Völker wollten wir ja. Das ist ein Ort, der an dem großen Baum in der Mitte der Stadt ist. Und dann warum gehen wir da jetzt morgen hin? Weil ich heute eine Überdosis an Magie hatte. Nennt das etwas egoistisch? Heißt. Also, wenn ihr wollt, können wir heute noch dahin gehen, aber rafft so ein bisschen seine Kleidung, dann sollte ich vielleicht noch etwas von dem ein. Nee, der scheint leer zu sein. Wer von uns war denn mit dem Gildenmagier die ganze Zeit unterwegs? Du oder wir? Ja, ich. Und dann bist du jetzt derjenige, der von Überdosis an Magie spricht? Ja, wer, wenn nicht ich? Ey, wie lange? Monat? Zwei? Wie lange bist du mit einem Gildenmagier durch die Gegend gereist? Naja, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr mit einem Gildenmagier habt, aber es ist ja nicht so, dass er jede freie Sekunde irgendwelchen Hokuspokus veranstaltet. Die meisten Stunden hat er irgendwo Lesen verbracht. Adept Atassia, guck doch mal, da drüben sind sie schon. Ich hab mir gedacht, dass sie sich an einem Topf herumtreiben. Hoffentlich ist noch welcher da. Magister Silberhaar, freut mich. Freut mich auch, eure Bekanntschaft zu machen. Wer auch immer ihr seid. Alles gut, wir sind nur Reisende. Das ist Lumin Geldor von Trallo. Ja. Ihr ist kennt nicht so ihn schlimm. Doch, er hat heute mit euch zusammen eine astrale Analyse vollzogen. Ah, ein Kollege. Mondane Bewegungsmagie. Die ganz seltene. Ja. Ja, und aber essen Sie sich erstmal. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Eindruck. Aldicio Ludovico di Dangor, war das richtig? Beinahe. Ja. Shayaril Ollenschwinge und Snorri Ragnarsson. Irgendwie kommen mir diese Namen bekannt vor. Ich glaube, ich habe von euch geträumt. Bestimmt. Nein, ihr habt sie schon mal kennengelernt. Habe ich das? Das muss Jahre her sein. Dummel trägt einen großen Schlag. Heute Morgen. Sollten wir heute vielleicht noch zu dieser Dryade gehen oder eher morgen? Oh, ihr wollt zur Dryade. Silberhaar. Zu Nianalnir. Und er guckt so Alricio an, so nach dem Motto. Ja, sollten wir die heute noch aufsuchen oder erst morgen? Wir haben eine Frage für Sie. Ach, die Tageszeiten sind für Sie nicht so wichtig. Ja. Wisst ihr, Kollege, ich habe einen Verdacht, was den Namen der Dryade angeht. Spricht er jetzt an, mich? Ja. Du bist ja der Kollege der mundanen okay. Bewegungsmagie. Ja, stimmt. Konnte ich das nur. Ihr kommt doch aus dem fernen Weiden dort, nicht wahr? Korrekt, ja. Kann man an den dortigen Magierakademien, vielleicht gibt es dort ja auch diese These schon. Also ich habe einen Aufsatz geschrieben mal dazu. Es gibt eine Vermutung meinerseits. Die Götter, nicht wahr? Die Götter müssen es so eingerichtet haben, dass bestimmte Namen auf der Welt einzig allein dazu existieren, damit wir sie nicht aussprechen können. Das würde ich Irgendwo sogar unterschreiben. Irgendwo ist ein Gott, der lacht sich darüber ziemlich scheckig. Ja. Ich glaube, das würde ich sogar unterschreiben. Hat sie vielleicht noch einen anderen Namen, der geläufiger ist? Ich habe von Kalaya gehört. Bitte was? Kalaya?
Nein, nein, nein. Die ist nur das Seelenlied. Ah. Ja, dann hätte ich natürlich wissen müssen. Naja. Ja. Aber ihr könnt Kalaya sehen, wenn ihr im Vermächtnis der Völker seid. Du könntest dich selber fragen. Am großen Baum, nicht wahr? Mhm. Ja. Ja, wir sind gespannt, wenn wir da hingehen. Also ihr wollt da heute noch hin? Oh, ihr wollt noch heute dahin. Dann müssen wir Adeptatassia, wir sollten sie begleiten, nicht, dass sie nachher von der Dryade abgelehnt werden, weil sie ihren Namen nicht richtig aussprechen. Ja, seid ihr euch sicher, dass ihr mitkommen wollt in eurem ehrwürdigen Amt, uns die Ehre erweist? Ja, ich bin mir sicher. Aber was hat mein Amt damit zu tun? Ihr solltet euch zumindest noch etwas Eintopf sichern und euch stärken. Das wäre vielleicht ganz gut. Die Möhren sind auch ganz gut. Der Eintopf von Feenhilde. Ah ja, deswegen waren die doch hier, genau. Den kann ich ja auf der Hand mitnehmen. Und hier trinkt was. Ich gehe mal davon aus, dass Snorri mir ein Bier mitgebracht hat, als er Bier holen war. Auf jeden Fall. Ja, Snorri beginnt dann in der Respektabilität, genauso ohne einen Schluck getrunken zu haben in die Hand. Oh, ein gutes Angbarer Dunkel. Sehr gut. Auf Kosten unseres Herrn Torvaler. Ich wusste gar nicht, dass die Torvaler Angbarer Dunkel mögen. Ich trinke alles, was nicht ausläuft, wenn man es umdreht oder so. Ich trinke auf jeden Fall alles, was gut schmeckt, betrunken macht und nach Bier aussieht. Ja, das sind aber drei unterschiedliche Sachen. Ja, Prost! So, ich beginne mit der Aussicht, Prost, dass wir vielleicht gleich losgehen, beginne ich schneller zu essen. Er äxt das Bier. Adeptatassia steht daneben. Vielleicht doch etwas Torvaler einnehmen. Dann gibt er einen großen Röpser von sich. Prost! So macht man das in Torval, Adeptatassia. Ihr wart schon mal im altehrwürdigen Torval? Natürlich. In meinen jungen Jahren. War mal in Olport. Kennen Sie das? Ja, ich habe dort die Kunst des Schiffbauens erlernt. Wo auch immer dieses Sie herkommt, das müssen die gleichen Götter, die sich kaputt lachen, sagen. Wir hatten gerade entschieden, wir gehen direkt zur Dryade. Habe ich das richtig verstanden? Es hieß Eile? Welche Dryade? Ja, genau. Ja, wir gehen direkt zur Dryade. Lumin steht doch da mit dem letzten Rest Eintopf und. Oh, ihr habt mir Eintopf geholt, dankeschön. ich habe da aber schon. Lassen Sie sich schmecken. Ein bisschen wenig drin, aber gut. Möhre? Ich habe hier noch so eine Möhre. Ah, die waren Rosenpichler. Mhm. Hervorragend, dankeschön. Nimm die. Lumin, willst du noch meinen Rest Eintopf? Nein, danke. Ich bin eigentlich satt gewesen. Aber er war lecker. Und trinkt das Bier noch auf. Nicht gut. Teil auf der Tasche, ihr müsst auf jeden Fall noch was von essen. Flüstert den anderen zu, wollen wir den wirklich mitnehmen? Es könnte angestrengt werden. So, auf zum Vermächtnis der Völker. Dann lasst uns auf. Dann auf geht's. Ich presche ja immer gerne nach vorne, was das Reden angeht, aber wenn jemand von euch in dieser Hinsicht möchte, darf er gerne den Vortritt haben. Du meinst, mit der Dryade zu sprechen? Mach das. Guter Trick, mein Freund. Hä? Was ist ein guter Trick? Du hast gerade gesagt, du wirst nach ihrem Namen fragen. Ja, aber wenn jetzt der Magister dabei ist, kann er, also ist er wir sagen, der wir sagen ihr einfach, wir wollen eine Unterrichtsstunde abhalten. Für was? Elfische Lieder. Und macht es Sinn, direkt eine Dryade, die man gerade kennenlernt, direkt zu belügen? Ich kann euch auch ein paar Elfenlieder beibringen. Oder ihr mir. Welches denn? Welches kennt ihr denn? Wie es mit dem Lied des Windgeflüsters. Das ist sehr gut. Das kenne ich zwar schon, aber ich kenne es vielleicht noch nicht in Abwandlungen eurer Sippe.
Also machen wir eine Unterrichtsstunde raus, dann lohnt sich das Ganze noch. Wisst ihr, das Gute am Vermächtnis der Völker ist nämlich, die gute Shayari muss sich nicht umstellen. Sobald wir das Vermächtnis der Völker betreten haben, werdet ihr alles verstehen, was sie euch beibringen möchten. Und umgekehrt. Also wenn ihr dann miteinander sprecht, also wenn ihr euch Dinge erzählen möchtet oder vermitteln wollt, der Torvaler zum Beispiel mit dem horasischen Kollegen etwas über die Kultur oder andersrum beibringen möchte, ihr werdet verstehen, dass ihr das versteht, was gemeint ist. Es ist die Magie des Ortes. Das klingt sehr merkwürdig. Ja, es ist ein Begegnungsort für Menschen und Elfen, in dem sie einander ohne die nötigen Sprachkenntnisse oder die Einfühlungen einander verstehen können. Lumen schielt, während er das sagt, so ein bisschen zum Getränkestand nochmal, während wir uns davon entfernen. Es ist äußerst schade, dass man es nur durch das Gemälde betreten kann, weil ich könnte mir einige kriegerische Konflikte vorstellen, die man mit Hilfe dieses Ortes auf den diplomatischen Wege beenden könnte. Durch ein Gemälde? Ja, man betritt das Vermächtnis der Völker durch ein Gemälde des elfischen Malers Golorion Seemund. Wie soll das gehen? Ja, man geht durch das Gemälde durch. Aber dann macht man es doch kaputt. Ja, die Triade sorgt ja dafür, dass sie das nicht geht. Wie ist der Maler nochmal? Wie ist der Maler nochmal? Ich hab dich jetzt nicht gehört. Golodion Seemond. Golodion, okay. Ja. Ich hatte einen anderen Namen verstanden, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Mhm. Na gut. Dann folgt mir. Wir müssen nach Norden. Okay, wie weit ist es denn? Nicht weit. Hoffentlich finden wir den Weg. Sehen wir den großen Baum vielleicht schon von hier? Zur Not kann Adepta Tassia findet den Weg bestimmt. Wie reagiert Adepta Tassia darauf? Nickt ganz eifrig. Sehr gut. Ja, dann. Ich bin gespannt, was Alricio aus der Dryade rauskriegt. Ja, dann lauft ihr dem guten Silberhaar und Adepta Tassia hinterher und kommt dann irgendwann an eine knorrige alte Eberesche. Die steht auf einer Lichtung nahe des Waldes. Und ihr erkennt an den Baum gehängt ein großes Bild. Und Silberhaar deutet auf das Bild und meint, hier, da. Ich schaue mir erstmal das Bild an. Was ist denn da drauf zu sehen? Das Bild zeigt für dich eine merkwürdige, zunächst ist es eine merkwürdige Vermischung von allen möglichen Formen und Farben. Und dann, als du es näher betrachtest, erkennst du, dass es eigentlich nur eine Waldlichtung zeigt. Okay, ich gucke etwas erst verwirrt, dann anscheinend erkennend auf dieses Bild. Sehe ich was anderes auf dem Bild? Kannst sofort die Waldlichtung erkennen. Die anderen Menschen werden auch zuerst dieses merkwürdige Wirrwarr aus Farben und Formen sehen. Okay, und die Dryade ist da drin? Zeigt so auf dieses Bild. Die Dryade bewacht den Baum und das Bild. Also sie ist dann hier draußen.
Ja, sie hat sich verpflichtet, auf das Bild aufzupassen und sorgt dafür, dass es nicht altert. Und wie können wir mit ihr reden? Ja, wir können sie rufen. Bei ihrem Namen? Ja. Nach einigen Sekunden schält sich ein Gesicht aus dem Baum heraus. Ein feingezogenes, knorriges Gesicht einer älteren Frau. Grinst euch an. Riccio merkt so eine Hand in seinem Rücken, die sich ihn so ein bisschen nach vorne schiebt. Dann macht Riccio auch sehr, sehr gekonnt einen Schritt nach vorne. Ehrenwerte Dryade, darf ich vorstellen, Lumin von Trallo. Willkommen, Lumin von Trallo. Er guckt jetzt so Riccio nach. Ja, willkommen. Das ist Riccio, Snorri und Shayariel, richtig? Ja. Korrekt. Und wir... Willkommen. Und Magister Silberhaber, den kennt ihr ja vielleicht schon. Und Adepter Tassia. Wollt ihr wieder eine Unterrichtsstunde abhalten? Oder nur ein paar Fremden das Vermächtnis der Völker zeigen? Sowohl als auch. Man kann ja das Angenehme mit der Pflicht verbinden, nicht wahr? Ja. Grüßt mir Schulleiterin Nebellied. Machen wir. Oder machen wir, Adepter Tassia? Ja? Okay, danke. Dann los. Und der alte Mann schreitet auf das große Gemälde zu und verschwindet darin. Und starrt dieses Gemälde an. Sollen wir da wirklich jetzt hinterherlaufen? Siehst jetzt auch auf dem Gemälde, auf der Lichtung stehend, einen gemalten Magister Silberhaar. Lumin geht etwas näher an dieses Bild heran und schaut, das ist der Magister und Adepta Tassia. Und jetzt spürt er eine Hand in seinem Rücken, die ihn in das Bild schubst. Okay, das erwartet er nicht, das möge dir gelingen. Und dann stolpert er mehr oder weniger durch dieses Bild. Ich bin mir ja nicht sicher, aber was gut. Was zum? Und dann ist er weg. Und ich steig direkt hinterher. Es ist, als würdet ihr in ein Licht hineintreten. Ein gleißendes, helles Licht, was euch warm in Empfang nimmt. Wie ein langer Lichttunnel kommt es euch vor. Und dann am anderen Ende des Lichttunnels formt sich langsam Wirklichkeit. Und ihr seht eine Elfe. Ihr Mienenspiel und ihre Aura sind von strahlender Güte und von Verständnis. Sie sendet Gedankenbilder aus an euch, an die warmen Momente eures Lebens. Als ob sie davon wüsste, was euch gut tut. Und als die Elfe zu sprechen beginnt, wisst ihr, dass diese Worte in melodischem Istira erklingen, aber dennoch verstehen alle von euch, die diese Sprache nicht sprechen, jedes einzelne Wort, als wäre es die vertrauteste Sprache überhaupt. Sanya Sala Sayanu Tala Avafea. Seid gegrüßt, meine Freunde, und willkommen im Vermächtnis der Völker. Ich war Kalaya Nebellied, die Hüterin dieses Ortes. Ruht euch aus und sagt, was immer ihr auf dem Herzen habt. Was zum... Riccio! Reißt sich ein bisschen zusammen und zumelt seine Klamotte wieder zurecht. Vielen Dank für das Willkommen heißen. Liebe Grüße von Nianal Lyndia, der Dryadin. Oh, vielen Dank. Wo sind wir hier?
Im Vermächtnis der Völker, dem Ort, den ich geschaffen habe, in dem ich meine Wirklichkeit aufgab, um die Verständigung zwischen den Völkern zu ermöglichen. Okay, er guckt sich um. Sind alle anwesend oder ist irgendjemand zurückgeblieben? Alle sind da. Okay. Es ist... Ich habe Bilder gesehen von meiner Vergangenheit. Ist das normal? Du trägst sie ständig mit dir, deine Vergangenheit. Das ist richtig. An diesem Ort kann ich sie sichtbar machen. Du trägst sie so deutlich vor dir her, dass ich dachte, ich lasse dich mal mit deinen schönen Gedanken willkommen heißen. Danke, denke ich. Entschuldigt bitte, Lumen ist mein Name. Das ist Alriccio. Sie wissen alle, okay. Können Sie in unsere Köpfe gucken? Natürlich. Einer solchen Entität musst du dich nicht vorstellen, Lumin. Tut mir leid, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Entitäten und gucke so ein bisschen fragend. Und was machen oder was macht man hier so normalerweise? Ihr könnt hier euch unterhalten, ihr könnt Unterricht abschalten oder ihr könnt einfach nur die Umgebung erkunden. Kann ich euch auch Fragen stellen? Natürlich. Sagt euch der Name Ganaion etwas? Ja. Der beschreibt ihn ein wenig. Ein Elf, er hat einen Diebstahl bei mir zu Hause begangen. Könnt ihr mir etwas über diesen Elfen erzählen? Fürchte, ich weiß nicht mehr als das, was du weißt über diesen Menschen, Elfen. Er ist beides in einem. Was, er ist Mensch und Elf? Beides in einem. Wie kann das... Ach, ist er ein Halbelf? Also, ich habe davon gehört, dass Menschen und Elfen zusammen schon Menschen Kinder bekommen und haben. Menschen und Elfen können zusammen Kinder zeugen, ja. Und er ist ein halber Elf? So ist es. Ha. Huh. Spannend. Da kann ja nichts Gutes bei rauskommen, wenn sich Menschen und Elfen aufeinander einlassen. Warum nicht? Das. Immerhin hat einer eures Volkes ihre Existenz aufgegeben, um für das Zusammenleben zwischen Mensch und Elf zu kämpfen. Darüber hinaus bist du gerade eine Elfe, die mit Menschen rumläuft. Ja, und zwar ausschließlich. Kein Vorwurf, kein Vorwurf. Das stimmt, aber Elfen neigen nicht zu Diebstählen und Halbelfen vielleicht schon. Es ist, wenn du jetzt mit den beiden sprichst, Shayaril, und deine Zweifel so in dir hochkommen und deine Unverständnis ihnen gegenüber, wenn sie dir antworten, ist es das allererste Mal so, als ob du sie sofort verstehen würdest. Also du verstehst ihre Beweggründe, warum sie das sagen, was sie sagen, verstehst ihre Zweifel und andersrum, ihr versteht auch, warum Shayaril gerade das sagt, was sie sagt. Ihr habt einen tieferen Einblick in das elfische Sein von ihr bekommen und versteht, woher diese Tiefen, diese Abneigung gegenüber Menschen kommt. Ihr begreift innerlich gerade dieses Konzept, was alle Elfen ihrer Sippe durchdringt, dieser Angst vor dem menschlichen Sein. Und gleichzeitig die Neugier erfahrt ihr. Es ist euch völlig klar, wenn ihr miteinander redet, was der andere möchte und was der andere kann und will. Und in Alriccio kommen Gedanken hoch wie, dieses ist kein Ort, wo man gute Geschäfte machen kann.
Dieser Ort führt sämtliche Marktplätze ad absurdum. Es ist sehr merkwürdig. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich versuche mir mal die Umgebung anzuschauen. Ja, zunächst war es alles nur Licht. Und je länger ihr euch hier aufhaltet, desto eher wird es diese Lichtung, die ihr auf dem Bild außen gesehen habt. Es riecht angenehm nach Blumen. Eine leichte Brise weht euch angenehm um die Nase. Das Rauschen der Blätter und eine leichte Hintergrundmelodie, als würde irgendwo jemand Harfe spielen. Es ist angenehm. Sind außer wir und Magister Silberhahn noch andere da? Und Adepta Tassia, ja. Sonst ist nur die Elfe noch da. Vielleicht ist das der Ort, den ich gesucht habe für mein letztes großes Abenteuer. Das ist verwunderlich. Wieso letztes Abenteuer, Snorri? Ich habe schon so viele Winter gesehen, ich wollte sie gar nicht mehr mitnehmen. Sie haben mich nur aus Mitleid noch mitgenommen auf die letzte Reise. Die Orte hast du. Da habe ich gedacht, ich will aber noch mal los. Auch das hat mich hierher geführt. Genau, ich stecke noch viel Leben, Snorri. Danke, junger Mann. Lubin dreht sich um. Sieht er ein Bild, wie er wieder zurückkommt, oder? Nein. Ah, okay. Ihr merkt, ihr spürt dann wahrscheinlich etwas Unsicherheit. Die Elfe tritt so auf Shayariel zu. Das Vermächtnis der Völker ist ein Teil Madayas Träumen. Eine Zwischenwelt zwischen dem Licht und dem Sein. Nur hier ist es möglich, dass wir uns gegenseitig wirklich kennenlernen. Hier sind Realität und Traum eins. Faszinierend. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Dieser Ort ist so nah an dem Licht, wie du es noch niemals warst. Von daher kann ich das nachvollziehen. Aber es ist merkwürdig, das Dementen zur Verfügung zu stellen. Auch sie mit tragen eine kleine Menge des Lichts in sich. Da hast du wahrscheinlich recht, ja. Und die Menschen müssen verstehen, müssen uns verstehen und wir müssen sie verstehen. Und da wir so unterschiedlich sind, sah ich keinen anderen Weg, als ihnen zu zeigen und uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Aber was ist, wenn sie das gegen uns verwenden? Wie sollte das geschehen? Wenn sie zu viel Wissen über uns haben? Shayariel, spürst du das nicht? Das ist kein Wissen, das ist Verständnis. Das ist ein feiner Unterschied, ja. Also ich gehe davon aus, dass du das Gleiche spürst wie ich, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Wichtige Begebenheiten sind nicht unbedingt immer angenehm. Ja, aber ich kann sie auch verstehen. Ich meine, sie hat einen Grund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat einen Grund, diese innige Zusammenhalt in ihrer Sippe. Ich merke sofort, sobald ich deine Sippe ausgesprochen habe, dass es warm in deinem Herzen wird. Das ist faszinierend. Aber wie käme man hier wieder raus, wenn ich fragen darf? Das Interessanteste vielleicht gerade für euch Menschen ist es, dass ihr auch einen Einblick darin bekommt, wie ihr alle, die ihr jetzt hier auf dieser Lichtung steht, verbunden seid. Ihr spürt, dass zwischen euch eine Art Melodie gesponnen ist. Ein Lied, das erklingt, in eure Ohren dringt, aus euren Herzen, durch eure Münder, Ohren, Augen und Nase hindurch rinnt und euch mit den anderen verbindet.
Diese Melodie ist der Träger des Verständnisses. Ihr erfahrt eine Art des Salasandras im jetzigen Augenblick. Das, was sonst nur den Elfen vorbehalten ist. Ihr teilt den gleichen Traum. Und der Traum ist? Diese Lichtung, auf der ihr steht und euch gegenseitig im vollsten Verständnis gegenüber steht und euch begegnet. So fremd ihr euch eigentlich seid, so vertraut seid ihr euch hier. Und ihr bekommt einen Eindruck davon, wonach die Elfen streben. Denn wenn dies der Ort ist, der am nächsten am Licht daran ist, wie wunderbar und wahrhaftig muss das sein, wenn man erst das Licht betritt. Hier ist nichts verborgen. Ängste, die man hat, die man sich nicht trauen würde auszudrücken, werden sofort durchschaut. Ach, ich würde gern noch länger hier bleiben und noch ein bisschen verweilen. Obwohl Menschen mit dabei sind und lächeln. Ja, ich warte, dass ihr vielleicht geht. Ist es so schlimm mit uns hier? Es ist ungewohnt. Ich hatte ja bislang keinen Kontakt mit Menschen und nur mit Händlern. Und das erste Mal, als wir mit Menschen gehandelt haben, führte das dazu, dass wir mit diesen Vampiren Kontakt bekommen haben, mit dieser Menschenkrankheit. Und das hat mich jetzt nicht besonders überzeugt gemacht von Menschen. Absolut. Es ist auch schwierig, wenn man einmal eine schlechte Erfahrung mit einem bestimmten Art von Person gemacht hat, dies nicht für... Es sind nicht alle gleich, will ich damit sagen. Es gibt Licht und Schatten. Und das, glaube ich, in jedem Volk. Du wolltest etwas über diesen Flock erfahren, meine ich. Fast so ein bisschen an seine Jacke. Glaubt ihr, sie kann etwas darüber sagen? Wie wär's, wenn du es ausprobierst? Ich hol den Flock, der wieder eingeschlagen ist, wieder raus. Schlag ihn auf. Werte Frau Nebellied, könnt ihr mir etwas hierüber sagen? Und zeig ihn ihr. Ein Gegenstand machtvoll, die Finsternis vertreibend. Dafür geschaffen, die Finsternis zu vernichten, die sich auf die Herzen derer legt, die sich ihr völlig ergeben. Ein Vernichtungsinstrument. Gegen die Dunkelheit in den Herzen anderer. Gegen die Dunkelheit, die aus dem Herzen herausströmt und das ganze Sein besetzt. Nur wird wahrscheinlich die Person, gegen die man diesen Flock führt, nicht bekehrt werden, sondern eher von dieser Welt getilgt, oder sehe ich das falsch? Wer von dem Zerza ergriffen wird, erntet das Zerza. Und wer von dem Dasa ergriffen wird, von dem allmächtigen Nichts, von der lichtfressenden Dunkelheit, das ist das Dasa, Zerstörung. Wer davon ergriffen wird, bleibt auch für immer in der Dunkelheit. Und so, wenn du den Gegenstand zum Zerza führst, dann wirst auch du irgendwann das Zerza spüren. Nur wenn du es tust, um das Dasa zu vernichten, denke ich, ist es eine gute Tat. Ihr guckt auf diesen Flock.
Vielleicht finden wir diesen Garnaion und ich kann ihm den Flock mit eigenen Händen übergeben, ist das falsche Wort. Ich spüre, dass dieser Gegenstand von jemand gesucht wird, der viel mächtiger ist als dieser Halbelf, von dem du sprichst. Könnt ihr mir sagen, wer? Eine alte Entität. Ehemals aus dem Licht getreten. Also ein Elf? So würde ich ihn nicht mehr bezeichnen. Und man sieht, wie eine Träne ihre Wange herunterläuft. Er ist verloren. Für immer. Und das Dasein. Wisst ihr, wer das ist? Sein Name liegt in den Schatten verwogen. Also ihr wisst es nicht. Und er hatte viele Namen. Irgendeiner der Namen, die vielleicht bei den Menschen schon mal irgendwann bekannt waren? Er ist eher bei den Elfen bekannt. Ist der Traumsucher, der die Albträume in die Träume hineinbringt und verformt. Der die Finsternis in den schönsten Traum bringt. Er ist der, der den Himmel kreischen lässt. Das hört sich nicht so an, als würde er weiter existieren dürfen. Über die Existenz von Wesen möchte ich nicht entscheiden. Wer möchte das schon? Aber manchmal muss es getan werden, um viele andere zu schützen. Aber warum sollte er diesen Flock wollen? Entweder weil es einer der wenigen Dinge ist, die ihm schaden können, was auch den Vernichtungsversuch erklären würde. Oder weil er es für irgendwas braucht. Aber ich denke eher ersteres. Also, wenn er mächtiger ist als ein Vampir und selbst den einen Vampir, gegen den ich gekämpft habe, habe ich nicht nur mit Glück, aber auch mit Glück besiegen können. Wenn er noch mächtiger ist, wird ein Mann alleine definitiv nicht ausreichen. Vielleicht ist dieser Gegenstand, den du bei dir trägst, auch nur ein Teil des ganzen Puzzles. Aber dann darf ich diesen Gegenstand nicht zu meiner Familie bringen. Das ist wahr. Ich spüre, er hat mit dir eine Art Verbindung aufgebaut. Aber wir sind hier in einer anderen Welt? Ihr seid hier in Madayas Traum. Ist der hier vielleicht sicher? Nein. Rantal war der, der den Himmel kreischen lässt. Ist der, der das Unlicht in den Traum bringen kann. Natürlich. Weil er eben so wie wir Teil des Volkes ist, das aus dem Licht trat. Also,
wäre jetzt die Aufgabe, ihn zu finden und herauszufinden, was er vorhat und wie man dagegen ankommt. Ich spüre, irgendetwas Großes liegt vor euch. Und dann zuckt sie so ein bisschen zusammen, so als hätte sie irgendwas getroffen und schaut sich schnell und mit hastigen Blicken um auf der Lichtung. Und Shayaril ist die Erste, die es wahrnimmt. Und dann ihr anderen auch, dass etwas nicht stimmt hier. Etwas ändert die Harmonie an diesem Ort. Mit einem Mal reißt das leichte, diffuse Licht um die Lichtung herum auf und wie ein Schleier reißt es an mehreren Stellen ab. Verwirrende Szenen zeigen sich durch die Risse, die aber wie Teile eines einzigen Bildes erscheinen. Ihr erkennt so etwas wie eine Turmruine vor grauer Regenkulisse. Und eine Melodie dringt an eure Ohren. Komplex, ausgefeilt, aber auch hektisch und voller Sorge, Furcht und Verzweiflung. Was geht hier vor? Etwas hat die Grenzen durchbrochen. Ein mächtiges Lied von außen. Das heißt, du wirst von draußen angegriffen? Dann lass uns raus, vielleicht können wir was tun. Nein. Das ist kein Angriff. Das ist ein Hilferuf. Von wem? Ich gucke mir diese Turmruine an. Sehe ich irgendeine, weiß ich nicht, irgendwas Bekanntes? Ja, du bewegst dich auf diesen Riss zu, der am Rande der Lichtung ist. Und entdeckst tatsächlich, dass es so ähnlich ist, wie, also es würde in der Realität ein Riss sein. Kannst auch drumherum gehen und so. Ja, so nah werde ich wahrscheinlich nicht rangehen, dass ich mir das jetzt ganz explizit angucken und werde. Hinter, also es ist wie ein gemaltes Bild, so ähnlich wie das, wodurch du das diesen Ort erst betreten hast. Aber du siehst dieses Bild von dem Turm und dann verzerrt sich das Bild und wird anders und du siehst einen Fluss und dein Blick wandert entlang diesem Fluss durch Wälder hindurch in die Berge. Als würdest du von dem Bild eingenommen und würdest dem Bild folgen. Kommt mir da irgendwas, also irgendwelche Bergketten oder sowas bekannt vor? Wobei ich wahrscheinlich schon ein bisschen. Du erkennst verschiedene Orte. Mhm. Zunächst erkennst du die grüne Ebene, den Bachlauf, den Wechsel von Wald und Ebene, hohem Gras. Dann die Turmruine, uralt, trutzig, aber doch filigran. Womöglich hochelfisch, ein Wachturm vielleicht. Der Waldrand, eine Quelle. Dichter werdender Wald, Süd-Südwest. Wo auch immer du das weißt, aber diese Bachquelle entspringt hier im Wald. Sie ist mit Moos überwachsen. Und als dein Blick das Moos sieht, siehst du Häuserreste, Fundamente aus Stein, angerußt und schwarz. Ein verlassenes Dorf. Dann durch den Wald wieder hindurch, direkt an einem schlängelnden Wildbachverlauf in Richtung Westen. Die Auen des Waldes. Du bist noch mute. Wo der Regen auf die Biberdämme fällt. Der Quillzufluss. Ein Zufluss aus südlicher Richtung. Der Bach wird zum Fluss, dem Quill. Wild, reißend. Laute,
Flussgeräusche. Der Fluss fällt über mehrere Stufen die Klippen eines Plateaus herab. Pfahlbauten, wohl möglich auelfischer Bauart, überspannen den See. Der Quill. Der Weg folgt dem Quill weiter gen Westen. Der Wald wird lichter. Ein Wildbach. Der Lorosol. Der Lorosol fließt aus dem Süden in den Fluss hinein. Dann eine größere Siedlung. Waldelfische Baumhäuser. Darunter deutlich weniger Menschenhäuser. Es kann sich eigentlich nur um Quirassim handeln. Eine der wenigen Städten neben Gerasim, die Elfen und Menschen beherbergen. Okay. Dann geht der Blick weiter wieder in die Wälder hinein, in Lorosol entlang. In Lorosol entlang. Lorosol Arm, dem aus südwestlicher Richtung kommenden Arm des Wildbachs folgend. Es geht steil bergauf. Der Wald wird dichter. Berggipfel tauchen in östlicher und südöstlicher Richtung auf. Eine große Silberbuche, nahe am Bach, bestimmt über 30 Schritt hoch. Du siehst das Mondlicht. Intensives silbernes Mondlicht. Fast blendend. Und hier weicht der Weg vom Bach ab. Der Silberbuchenwald. Der Wald wird immer dichter. Die Blätterdächer schimmern silbrig. Den Baumgewächsen seht ihr Moos. Es geht leicht nach Westen. In die Berge. Eine Ruinenstadt. Tunata. Steinhäuser, ein großer Tempel mit einem russigen Gänsefies. Dazwischen huschen affenartig wirkende Menschen umher. Dann erstmals ein Pfad, wohl von Menschen angelegt. Illhaus, eine bewohnte Menschensiedlung im Wald. Ein Weg durch den dichten Silberbuchenwald gen Osten. Das vertraute Geräusch eines reißenden Wildbaches. Die Furt über den Lorsol. Der reißende Wildbach wird abermals überquert, wie ein Tor zu den Bergwäldern. Ab in die Berge. Es geht bergauf. In die Melodie des Rufes mischen sich zunehmend andere Lieder im Hintergrund. Aumond, ein waldelfisches Dorf am Fuße des Bergpasses. Krähenberg. Ein Berggipfel in der Form eines aufrecht stehenden dunklen Vogels. Eibhafalwan, ein windumtostes Felsplateau mit 5 uralten Eiben darauf, die Dächer zu einer Krone über moosbewachsenem Steinkreisen vereint. Hinab in ein Tal. Wenig Bewuchs, große Bäume. Ein Lebenswald. Hier ist alles riesenwüchsig und gewaltig. Auf einer Lichtung im Riesenwuchswald führt ein großer Weg auf einen Baum zu. Der Baum der Schöpfung. Ein riesiger Baum, der aus der Lichtung emporragt. Der Blick geht nach oben in das Blätterdach des Baumes. Dort oben in den Wipfeln. Liegt die Quelle der Melodie, die du hörst. Der Ruf. Der Hilferuf. Okay, als ich mich da löse. Wow. Irgendeine Entität hat dir den Weg zu sich gerade gesendet. Versucht ein wenig das Gleichgewicht zu behalten. Guckt so nach hinten. Habt ihr das auch gesehen? Haben wir?
Wenn ihr nah dran geht und seht ihr dasselbe. Bei euch passiert genau das Gleiche, was ihm passiert ist. Ja. Aber wer hat eine solche Macht, in einen Traum einen solchen Hilferuf zu schicken? Und warum? Vielleicht sollten wir dem nachgehen. Es scheint sehr wichtig zu sein. Wenn wir in dieser Welt, die so harmonisch ist, in diesem Traum, so einen Hilferuf bekommen. Warum kommt er gerade, wenn wir uns hier befinden? Weil wir schon einmal in der Taverne festgestellt haben, dass es uns anscheinend die Götter zusammengeführt haben. Vielleicht ist das unsere große Aufgabe. Das wäre wahrlich zumindest ein Weg, der es in sich hätte. Ich weiß nicht, woher ihr genau kommt und wie bisher euer Leben war, aber wenn ein solches, wie Snorri sagte, Abenteuer uns förmlich anschreit, dass wir diesem folgen sollen, wer wären wir, das abzulehnen? Ich kann natürlich niemanden von euch zwingen, aber ich glaube, ich werde diese Reise antreten. Ich habe... Das ist etwas Mächtiges, was ihr ruft. Da stimme ich euch überein. Etwas Altes, Elfisches. Dumin, ich komme mit dir. Das wollen wir nicht. Über uns wird man große Lieder singen. Mit vielen Strophen. Das wird es wert sein. Also, wollen wir uns alle auf den Weg machen? Kommt zu, nichts guck, mehr zu verlieren, also. Guck zur Richtung Alricio. Ihr solltet eure Abenteuerlust ein bisschen bremsen. Es wirkt so, als hättet ihr eigentlich nur danach gesucht, einen Grund zu finden, ins Abenteuer zu ziehen. Nun ja, ich werde auch nicht in Träumen von anderen so häufig um Hilfe gebeten. Du hast doch schon vorher danach gesucht, komm schon. Ich muss sagen, ich war nicht abgeneigt, meine Heimat zu verlassen, um in die Welt rauszugehen, das ist richtig. Ihr solltet gehen. Und? Aricia, kommst du mit? Ein Geweihter des Fex kann nur helfen. Und du bist ja verbunden anscheinend mit Rintaro. Mit Rintaro? Wer ist Rintaro? Lumin. Lumin. Der Listige hat mich auf den Weg gesetzt. Ich werde ihn nicht in Frage stellen. Allerdings warne ich euch noch einmal eindringlich davor, eurer Abenteuerlust zu sehr nachzugeben. Da kommt meistens nichts Gutes bei rum. Wir werden vorsichtig sein. Aber ich denke, wenn wir mit Vampiren und noch mächtigen Wesen zu tun kriegen, und glaubt mir, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, dass ich bereits gegen einen gekämpft habe. Es sind verdammt mächtige Wesen. Und hattet ihr nicht diese Zaubernüsse, die so hilfreich waren gegen Vampire? Also erstmal waren das keine Zaubernüsse, sondern gesegnete Nüsse. Und zum Zweiten, vielleicht war das auch nur Zufall? Ihr solltet gehen. Okay, wo ist der Ausgang? Dort vorne. Danke, und entschuldigt, dass ihr das durchmachen musstet. Du siehst ein Gemälde auf dem Boden stehen, das irgendwie den Platz vor dem Baum zeigt. In Ordnung, wir sollten gehen, ich glaube. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ihr hilft. Ja, dann folgen wir mal dem Rat des Magisters und verlassen diesen Ort. Und ihr seht, dass hinter euch sich der Himmel ein bisschen verdunkelt.
auf die, also dieses Licht am Himmel, was auf der Lichtung, die Lichtung so schön beleuchtet hat, verfinstert sich durch eine dunkle Wolke, die hinter dem Bildnis, hinter diesem Riss in der Realität, wo der Turm zu sehen ist, aufzieht. Nicht aus dem Bild heraus, sondern vom Horizont her aufziehend. Und in der Wolke zeigt sich eine Gestalt, riesenhaft, mit purpurfarbenen Augen, die euch anfunkeln. Ihr solltet gehen. Wir sollten gehen. Dann sollten wir jetzt gehen und er geht. Ihr dreht euch und lauft Richtung dem Gemälde, als ihr hinter euch die Elfe aufschreien hört und dann einen dissonanten, kreischenden Ton wahrnehmt, der überall an eure Ohren dringt, so tief sich in eure Ohren einbrennt, dass wie so ein hohes, schrilles Kreischen, was so ein bisschen was von Fingernägel über Tafel hat. Ich schaue noch mal kurz zurück und schaue Adepta Tassia und Magister Silberhaar, kommen die auch mit? Kommen auch mit, halten sich aber jetzt gerade auch voll die Ohren zu. Ja, ja. Ich würde gucken, dass alle durch sind und dann gehe ich direkt hinterher durch. Meine Reaktion wird sein, ich greife in meine Tasche, hole ein paar Münzen raus und schmeiße sie hier hin und schiebe noch einmal ein Stoßgebet in diesen Traum zurück. Fex, hilf. Als ihr gerade kurz vor dem Ausgang seid, euer Ziel ist zum Greifen nah, wird plötzlich alles um euch herum kleiner, ebenso das Gemälde. Ihr fühlt euch weggerissen, verliert den Halt und in Windeseile rennt ihr wie durch einen Sog den gleichen Weg, den ihr hierher gekommen seid. Seht all die Orte noch einmal in schneller Abfolge, die ihr durch das Bildnis gesehen habt. Und dann landet ihr unsanft wieder aber auf der Lichtung, dem aufziehenden Wolke, die nun schwarz-purpur glänzt. Doch da ist nicht mehr dieser Schatten in der Wolke, sondern eine Spinne. Eine riesige, achtbeinige Spinne aus Schatten springt aus den Wolken herab, landet vor euch auf der grünen Wiese, wo ihre Beine den Boden berühren, verwelkt das Gras. Der achtbeinige Schatten tastet vor sich und greift nach der Elfe. Nach Shalaya. Also wenn ich kann, würde ich Shalaya von dieser Spinne weg ziehen und ich habe kein Schwert dabei, weil wir sind in der Stadt und hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wünschtest du dir, du hättest eins? Oh ja, durchaus. Wie durch ein Wunder hast du ein Schwert. Dann bin ich erstmal verdutzt. Du befindest dich in einer Traumwelt. Ich dachte, ich wäre unsanft durch irgendwas gezogen worden und aber okay. Wenn du dir innig wünschst, du hättest ein Schwert, hast du ein Schwert. Ja, dann wünsche ich mir innig, dass diese Spinne verschwindet. Verschwinde. So funktioniert es leider nicht. Oh. Okay. Wünscht euch was. Wünscht euch. Sitzt weiterhin unter dieser schwarzen, schwarz-purpurnen Wolke und. Ich wünsche mir zumindest mal so ein Dolch und versuche da irgendwie in den Schatten reinzustechen. Also ich versuche mit dem Schwert erstmal dieses eine Bein abzuhalten und es gegebenenfalls versuchen wollen abzuschlagen. Du stellst dich zwischen die Spinne und Shalaya und man merkt ihr, dass sie irgendwie durch das Kreischen, was immer noch da ist, irgendwie richtig körperlich angegriffen wird und siehst irgendwie, du hattest vorher auch schon das Gefühl, dass du so durch sie durchsehen kannst, so ein bisschen geisterschemenhaft, aber das ist jetzt viel schlimmer geworden, ne? Und okay. Die Spinnenpranke schießt dann auf Shalaya zu, aber weil du dich dazwischen gestellt hast, schießt sie nun auch auf dich zu und du kannst
mit Mühe und Not dieses Spinnenbein in diesen Spinnenschlag parieren. Spürst die Kraft, die dahinter steckt und die Muskel aufwühlende Kraft, die du hereinstecken musst, um nicht das eigene Schwert und in den eigenen Körper gerammt zu bekommen durch den Aufstrahl. Okay. Schon wieder ein Moment. Es hat es auf Shania abgesehen. Ich habe mir ein Schwert gewünscht und habe es bekommen. Überlegt, schaut, versucht abzumustern. Es ist auf 8 Beinen. Ich würde versuchen, um dieses Spinnenmonster rumzugehen, so ein bisschen auf der Seite und versuchen wollen, mal mit Wucht und ein bisschen mit Anlauf eins von diesen Beinen versuchen, von seinem Leib zu trennen. Zu gucken, ob das funktioniert. Und ich wünsche mir das auch irgendwie, dass das klappt. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Nimmst Anlauf und versuchst, all deine Kraft in den Schwung hineinzulegen. Und dein Schwert gleitet durch das Spinnenbein hindurch. Und du bist schon fröhlich. Du hast das Spinnenbein in 2 Teile geteilt. Und da siehst du die Rauchschwaden an beiden Enden des zerteilten Spinnenbeins, die sich wieder zusammenfügen. Verdammt. Das Kreischen nimmt zu. Ideen! Ich versuche es mal mit einem mit Magie. Also ich versuche sowohl mich selbst besser auszurüsten mit Armatrutz und auch diesem Spinnenwesen Schaden zuzufügen mit Firminictus. Du webst die beiden Zauber hintereinander, das dauert seine kleine Zeit. Was macht denn Snorri? Snorri hat sich seine Axt gewünscht, war schon am Stürmen und sah dann die Nummer mit dem Bein. Stehe ich da mit Schild und Axt und ich probiere mal mit dem Schild so das zur Seite zu hauen. Also das Bein, so mit so einem wuchtigen Schildschlag. Dann merkst du auch, dass du ordentlich Kraft aufwenden musst, um überhaupt eine Reaktion hervorzurufen. Das Ding ist mächtig stark. Und das Schild ächzt unter dem Aufprall. Alizio? Ich bleib erstmal stehen, guck mir das an. Und möchte mir vor allem ganz genau dieses Spinnenrauchwesen anschauen. Also besteht das wirklich zu 100% aus Rauch und nur aus diesen glühenden purpurnen Augen? Oder wie genau ist das? Die glühenden purpurnen Augen waren vorher da, die sind jetzt nicht mehr da. Jetzt ist quasi der ganze Nebel also der eine Teil des Himmels hat sich komplett verdunkelt durch diese Wolke, wo eben die Augen vorher drin waren. Dann ist die Spinne aus dieser Wolke herausgefallen und die besteht eigentlich, du siehst nicht, dass sie aus Wolken besteht, die ist eigentlich ziemlich stofflich, aber dadurch, dass irgendwie Lumin das Bein abgeschlagen hat, danach kam so ein kleiner schwefliger Rauch und hat die wieder zusammengefügt, die beiden Gliedmaßen. Es ist aber für die besteht dich, ja nicht nur aus Gliedmaßen, sondern auch aus dem Zentralkörper. Genau, auch aus dem Körper, genau. Und der sieht auch für dich sehr fest und stofflich aus, aber halt schwarz, dunkel. So als würde es halt, als würdest du in Dunkelheit hineinschauen. Und die Augen von ihr schimmern in der Tat so ein bisschen purpur. Und das macht in dir so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Gerade als du dein Stoßgebet an Fex losgelassen hast, hast du deutlich gemerkt, dass die Verbindung zu deinem Gott hier, ja, nicht schwierig, aber einerseits total nah ist und andererseits gerade irgendeine Frage gestellt wird durch das, was hier aufgetaucht ist. Und so hast du jetzt den Eindruck, als du die Szenerie betrachtest und irgendwie die Gedanken in deinem Kopf rotieren, was kannst du tun, was kannst du tun, siehst du quasi, wie auf der einen Seite der Lichtung alles in Finsternis versinkt, weil das Licht von der Wolke abgehalten wird und dieses Spinnenmonster in der Finsternis auf euch lauert und nach euch greift.
Und auf der anderen Seite im Licht steht ihr, schützend vor der Elfe, die die Hüterin dieses Ortes ist. Also diese Hin- und Hergerissenheit spüre ich wahrscheinlich auch, dieses Hälfte-Hälfte. Genau. Das wird auf mich übergreifen. Und gerade wenn ich das spüre, reiße ich mich zusammen. Denke an die Geschichten, die ich über Kalaman und Asap gehört habe, die ja ebenfalls sich ja, ja, man könnte sagen, namenlosen Gefahren ausgesetzt haben, um an ihr Ziel zu kommen. Ziehe meinen Dolch. Und noch mal eine Münze. Schnipp die weg. Du führst meine Schritte. Und wieselflink, könnte man sagen, würde ich versuchen, an den tentakelartigen Spinnenbeinen dort vorbei eben zu diesem Zentralkörper zu kommen, um mit einem Sprung den Dolch in ein Auge zu stoßen. Dieses Purpur, das macht mich wahnsinnig. Ist gemutet. Dann wird Folgendes passiert. In diesem Augenblick versucht die Spinne wieder nach Snorri und Lumin zu greifen, von beiden Seiten mit den Beinen zu schlagen. Die beiden stehlen sich in eine abwartende Verteidigungshaltung, wo sich bewusst sein, dass diese Schläge von wahnsinniger Kraft sein werden. Ihre Muskeln anspannend so und die Schläge erwartend. Ohne Probleme können sie diese Schläge parieren. Als Shayariel neben der Hüterin dieses Ortes ihre Zaubersprüche fallen lässt und die Spinne kurze Zeit in sich einsackt, während sie nach Snorri und Lumin schlägt. Gerade im gleichen Augenblick. Deswegen einiges an Kraft verliert, nach unten sackt und es überhaupt möglich macht, dass Aldrizio mit einem Sprung die Augen erreichen kann. Und das tut er dann eben auch. Er springt so hoch, wie ihr es noch nie gesehen habt, dass ein Mensch springt. Vielleicht, weil es ein Traum ist hier oder vielleicht, weil irgendetwas anderes passiert ist, landet auf dem Kopf der Spinne, die sich schüttelt. Nicht nur, weil Aricio dort oben drauf sitzt, sondern weil sie einen Schmerz in sich verspürt, magischen Art. Und dann kommt der Dolch und sticht in eines der vielen Augen dieses Tiers. Eines der Purpuraugen zerplatzt unter dem Stich von Aldrizio in 1000 Teile. Jetzt hörst du einen Spiegel zerschlagen. Es gibt ein lautes, kreischendes Geräusch, was sich noch über das himmlische Kreischen hinüberlegt. So sitzt Aldrizio oben auf diesem Spinnenvieh drauf, sticht auf das Auge ein und ihr drei steht unten. Und seid wieder dran. Also wenn Lumin. Ich das sehe, Lumin steht gerade ja mit Snorri und in perfekter Verteidigungshaltung und wehrt ihr ab und Lumin denkt, okay, Dasa, Dunkelheit, der Flock, nimmt behende, als wäre seine linke Hand genauso fähig wie seine rechte Hand, den Flock aus seiner Tasche. Aldrizio! Und, noch eingeschlagen in den Samt? Ja, je nachdem. Also wenn es einfach, also wenn ich es so rausholen kann, dann würde ich es ohne Samt nehmen. Mhm. Ansonsten, wenn es eingeschlagen ist, ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, es erst vor dem Tier auszupacken. Das kann Aldrizio im Zweifel dann machen.
Okay, und dann rufst du Arichio und willst das Ding nach oben werfen, oder was? Genau. Okay, was willst du noch machen? An dem Rumpf, und anscheinend scheint der Stich ins Auge mehr gebracht zu haben als mein Schlag gegen das Bein. Mhm. Deswegen würde ich dann... Erstmal ich kann mir ja noch denken, was er machen will, und sehe es ja jetzt auch. Sprich, ich gerade alles gleichzeitig, ne? Ja, also ich schlage nochmal zu, um die Spinne quasi, man könnte sagen, abzulenken. Also Wuchtschlag. Einfach ein Wuchtschlag mit der Axt auf das Spinnenbein, was vor dir ist. Genau. Ariel? Denn weiß ich, ob das ein echtes Tier ist? Du vermutest stark, dass das kein echtes Tier ist. Alles. Es ist aus einer schwarzen Wolke heruntergesprungen und hat seine Gliedmaßen mit komischem schwarzen Rauch wieder zusammengefügt. Dann werde ich wohl nicht damit kommunizieren können. Dann versuche ich es weiter mit dem Firminictus. Zauber. Noch einmal greifst du nach dem Lied der Zerstörung. Und Ariccio. Erstmal natürlich überwältigt davon, dass die Aktion scheinbar was gebracht hat. Werde ich mich wahrscheinlich irgendwo am Kopf festkrallen, um nicht vom nächsten ruckartigen Kopfheben heruntergeschmissen zu werden, und werde dann wahrscheinlich meinen Namen vernehmen, der von da irgendwo mit Weidener R-Rollen gerufen wird. Das heißt, ich gucke jetzt einfach in die Richtung, wo der Ruf herkam. In der Tat ruckt die Spinne mit dem Kopf, mit dem Rumpf mehrere Male herum, und Alricio muss seine volle Körperkraft aufwenden, um nicht abgeschmissen zu werden. Blickt sich dann herum, sieht, wie Snorri auf das Bein einhackt mit einem wuchtigen Schlag, das Bein auch abtrennt, und das Bein versucht, sich wieder zusammenzusetzen. Aber in diesem Augenblick zuckt die Spinne noch einmal zur Seite weg, von irgendetwas getroffen, was Alricio nicht sehen kann. Irgendeine innere Schmerz, der ihr zugefügt wird, lässt sie zur Seite rucken, und das Bein bleibt ab, weil es zu weit weg ist von dem abgetrennten Teil. In dem Moment holt Lumin seinen Pflock heraus, und als er ihn aus dem Tuch herauswickelt und gerade schmeißen will, sieht er die silber schimmernden Linien auf dem Gegenstand, wie sie hell aufleuchten. Ein so helles, silbernes Licht von sich geben, als wäre es eine Lampe. Und die Strahlen treffen die Wolke über euch. Und die ist ja so schräg über euch. Und treiben wirklich Teile dieser Wolke, sodass mehr Licht nach unten dringt. Licht, das die Spinne trifft und sie zurückzucken lässt. Dann würde ich das in der einen Hand den Pflock behalten, dann würde ich ihn gar nicht erst werfen, sondern mit diesem Pflock in der Hand auf diese Spinne selber zulaufen, wenn sie schon schmerzen. Wobei, nee, ich bleib dabei. Ich werfe Alricio den Pflock zu. Allein durch das Werfen geht mehr Licht in die Richtung. Mhm. Und er ist direkt auf dem Rumpf und muss nicht erst an irgendwelchen Beinen vorbei. Von daher bleibe ich dabei und hoffe, er fängt. Und ich werfe halbwegs vernünftig. Ja, sollte ich nicht fängen, trifft die Spinne. Also no harm done. Snorri? Ist auch gemutet. Ich sehe das und versuche jetzt, wo ich das Bein abgetrennt habe, mit dem nächsten wuchtigen Schlag den Körper zu treffen. Mhm. Okay. Und Shayariel?
Ich bleibe auch bei dem Zauber. Der hat sich bewährt. Hat ja irgendwie zu funktionieren. Shayari merkt langsam, als sie wieder nach dem Winden, nicht dem Winden der Magie, nach dem Liedern der Magie greift, dass sich so langsam eine Ermüdung bemerkbar macht. Aber die Spinne zuckt ein weiteres Mal nach unten und Snorri kann mit seiner Axt tatsächlich dann den Körper erreichen. Ein wuchtiger Schlag, der tief in den Körper eindringt. Im gleichen Augenblick, als das Licht auf die Stelle tritt und du siehst, wie Rauch aus dieser Wunde herausblutet. Und du wirst überschüttet von rauchigem Etwas, was sich dann irgendwie im Nichts verliert. Aber du stehst jetzt quasi in so einer dicken, schwarzen Rauchwolke, weil du als du dem Spinnenvieh in den Unterkörper geschlagen hast. Und Lumin schmeißt und Alricio versucht, das Ganze zu fangen, obwohl die Spinne hin und her ruckt. Aber der Flock fliegt über Alricio hinweg und landet auf dem Rücken der Spinne. Genau. Und ich bin als nächstes dran, ne? Oder? Genau. Ja, ich schmeiß mich sofort auf den Flock. Koste es, was es wolle, werde ich diesen Flock jetzt sichern. Springt ab, rollt sich herüber zu dem Flock, greift den Flock und in dem Augenblick schlägt die Spinne mit einem ihrer Beine einen merkwürdigen, ekligen, verzerrten Bogen in ihrer Bewegung. Und weil Ariccio sich jetzt nicht mehr festhält, wird er voll an der Seite getroffen. Und ah, nee, das ist Snorri. Kriegt ein Knacken mit auf Rippenhöhe, während er im hohen Bogen von der Spinne herunterfällt, den Flock in der Hand haltend auf dem Boden fliegt. Lumin. Ja, ich werde gucken. Also, so eine Spinne hat ja zwei Vorderbeine. Eins davon ist ab, richtig? Also, was ja. So hauptsächlich zum Dingens. Genau. Dann würde ich. Das andere hat gerade Alricio weggeschlagen. Genau, dann würde ich jetzt versuchen, ebenfalls mit wuchtigem Schlag, wie Snorri das hervorragend mit dem einen Bein gemacht hat, dasselbe mit dem anderen Bein zu machen, damit das Vieh nicht bei Alricio nachsetzen kann und vornehin auch weniger Verteidigungsmöglichkeiten hat. Das. Mhm. Snorri weiter in den Körper reinhauen und Shayaril weiter zaubern. Ja, ich schaue mal, ob ich eine Eule hergeträumt bekomme in diesem Traum und versuche hilfreiche Schwinge zu zaubern, damit die Eule dann zum Flock fliegen kann und den da vom Rücken runterkriegt. Dass der wieder bei uns landet. Alricio ja geschnappt. Aha, okay, dann ja. Brauche ich das nicht. Du kannst die Eule natürlich angreifen lassen, aber. Dass ja, so gesund für die Eule ist, weiß ich nicht. Nee, dann lasse ich das. Dann bleibe ich noch bei Fuminictus. Ist mute. Die magischen Kräfte erschöpfen sich langsam bei Shayariel. Ja. Aber du fügst dieser Spinne mehr Schaden zu, als du denkst. Und Lumin schlägt das eine Bein, was eben noch nach Alricio geschlagen hat, mit einem wuchtigen Schlag ab. Es fügt sich zwar wieder zusammen in dem Augenblick, aber ermöglicht es Snorri, unter der Spinne eine weitere tiefe Kerbe in den Körper zu schlagen. Immer noch genau an der Stelle, an der nun Licht aus dem Himmel heraus auf das Spinnenvieh trifft. Und das Spinnenvieh ruckt in dem Moment ein Stück tiefer. Und was macht Riccio mit dem Flock und dem Schmerz? Ja, wie sehr behindert mich diese? Also ist das so ein, ach du Güte, tut das weh? Oder, also es hat ja geknackt. Ja, du hast wahrscheinlich dir eine Rippe gebrochen. Mhm. Bin ich, glaube ich, in dieser lebensbedrohlichen Situation bereit zu ignorieren? Mhm. Und schnappe mir den Flock, liege jetzt unter dem Zentralkörper der Spinne, oder? Liegst neben der Spinne.
Ich liege neben dir. Auf der Seite, wo Lumin gerade das Bein abgeschlagen hat, was sich gerade wieder zusammenfügt. Alles klar. Aber ich bin immer noch Wieselflink. Das heißt, ich werde mir den Pflock schnappen und... Den hast du noch in der Hand, ja. Alles klar. Sofort in einer fließenden Bewegung versuchen, aufzuspringen und ihn in die Spinne zu treiben. Ja. Wahrscheinlich mit einem... Der Pflock... Glänzt silbrig auf, als du ihn in den Körper der Spinne treibst, die wirklich jetzt auch auf deiner Höhe ist, weil sie ja zweimal eingesackt ist, weil Snorri hatte ja die Löcher in den Unterbauch geschlagen und Shayariel mit ihren Zaubersprüchen das Ding zum inneren Schaden zugefügt. Und verteidigen kann sich die Spinne an deiner Seite auch nicht, weil Lumin gerade das Bein abgehackt hat und die Spinne versucht, allen möglichen Kräfte darauf zu lenken, sich selbst wieder zu heilen. Du läufst nach vorne und siehst dann, als ein dünner schwarzer Faden aus der schwarzen Wolke über euch herunterschießt, sich in deinen Weg hinein bewegt. Und weil du Wieselflink bist, kannst du ihm ausweichen, triffst aber dann nicht so genau, wie du es vorher wolltest, sondern eher so irgendwie noch die Spinne treffen. Nicht so wuchtig, wie du es gedacht hast, nicht so stark, wie du gedacht hast. Und du spürst auch, dass da dieser Chitinpanzer der Spinne einen sehr starken Widerstand gibt. Und dann glüht der Pfahl auf in diesem silbrigen Licht. Und wie von selber bohrt er sich wie ein Nagel in den Chitinpanzer. Und die Spinne kreischt laut auf. Licht bricht aus dem, also jetzt wirklich starkes Licht bricht aus dem Flock heraus und versucht, und die Spinne von innen zu erleuchten. Und überall schießen Lichtstrahlen gerade aus der Wunde, die Snorri geschlagen hat, und aus dem Bein, was Lumin abgeschlagen hatte, bricht nun Licht heraus. Und ich schreie dem Flock hinterher: Die Kraft der Friedvollen vernichte dich! Lumin. Wenn die Spinne jetzt momentan nur schreit und von diesem Pfahl gerade wahrscheinlich die Qualen ihres Lebens oder Unlebens erhält, würde ich halt auch nochmal an den Rumpf gehen, da jetzt, also das zweite Bein ist zwar auch erledigt, aber. Ne? Also ich würde halt die Gelegenheit noch nutzen und nochmal in den Rumpf gehen und mein Schwert auch nochmal mit Wucht versuchen, ein weiteres Loch in den unteren Panzerbereich zu stechen, wo dann noch mehr Licht dann wieder raustreten kann. Neben Snorri, der wahrscheinlich weiter hackt. Ja. Und würde hoffen oder weiß nicht, ob das bringt, aber ich würde mir wünschen, dass mein Schwert anfängt, auch Licht zu spenden, dass es irgendwie anfängt zu leuchten oder sowas und wird draufschlagen. Witzig, ja, guter Wunsch. Was macht Shayariel? Ja, meine Magie neigt sich dem Ende und deswegen wünsche ich mir mal einen Bogen oder hoffe, dass ich hier in diese Traumwelt enden bekomme. Mhm. Und mit dem Bogen ziele ich mal auf die Augen der Spinne. Ja, und würde auch schießen. Der Pfeil legt sich fast wie von selbst auf die Sehne. Zielst und der Pfeil saust von der Sehne herab in eins der Augen, der purpurnen Augen des Wesens. Und auch jetzt wieder dieses splitternde Geräusch, als eins der Augen zerplatzt. Lumin und Snorri schlagen fast wie gleichzeitig nach oben in den Rumpf des Tieres und reißen eine dicke, große Wunde hinein, eine weitere, mit vereinten Kräften, die nun Licht erfüllt, euch sich erscheint. Ihr badet quasi in silberngleißendem Licht. Und Alricio sieht an der Seite stehend, wie sich der Pflock komplett nach innen bohrt. Und dann gibt es eine riesige, silberfarbene Explosion. Und die Spinne strahlt silberweiß auf. Und die Wolken über euch können diesem hellen Licht nicht
nichts entgegensetzen und verlieren dich. Wie Nebelschwaden ziehen sie zunächst auseinander und ziehen sich dann hinter den Horizont zurück. Das warme Licht kehrt zurück auf die Lichtung, als wäre die Spinne niemals da gewesen. Aber der Riss mit dem Lied hat sich auch geschlossen und ist nicht mehr. Lumen ein wenig außer Atem. Alles in Ordnung? Alricio, wie geht's dir? Schlecht. Okay. Ich gucke, ist der Flock irgendwie, ist der wieder auf den Boden gefallen oder sowas? Oder der Flock ist nicht mehr da. Verdammt, ich suche ihn. Ist denn noch diese Spinne da? Nee, die ist explodiert einfach. Die ist in Licht aufgegangen. Verdammt, verdammt. Wo ist der? Hat er sich geopfert dafür? Sieht jemand den Flock? Kann doch nicht weg sein. Ist nicht mehr aufzufinden. Lumen schaut ein wenig hektisch. Guckt dann aber irgendwann Richtung unserer Gastgeberin. Wie geht's euch? Besser? Die kniet seufzend auf dem Boden, hält sich den Kopf und die Ohren. Du siehst jetzt auch, dass Silberhaar irgendwie neben ihr steht und irgendwie so eine beschwörende Geste macht. Und du siehst dann so ein leicht schimmerndes Schild, das sich um sie gelegt hat. Und Adepta Tassia trägt nun keinen Zauberstab, sondern hat ein Flammenschwert in der Hand. Mm. Das jetzt aber langsam sich wieder verformt und zurückverwandelt in einen Zauberschwab. Und ja. Was war das gerade? Das war der, der den Himmel kreischen lässt, meint die Elfe. Er hat jetzt diesen... Er hat hierher gefunden. Das Lied hat ihn angelockt. Was hat ihn angelockt? Das Lied. Aber na gut, wenn jemand den Namen der Traumsucher ist, was würde er am schnellsten finden als einen anderen Traum? Arantalva? Arantalva, der den Himmel kreischen lässt. Okay, verdammt. Ich denke, wir machen es hier nicht gerade sicherer. Könnt ihr mir sagen, wo der Flock ist? Ich weiß es nicht. Ist er verschwunden? Er ist nicht hier. Verdammt. Okay. Welches Lied hat er gefunden? Das, was uns verbindet? Das Lied des Hilferufs. Ach so. Okay. Ich hoffe, ihr seid jetzt halbwegs sicher, weil der Riss hat sich ja auch geschlossen. Wir sollten hier rausgehen, dann könnt ihr euch vielleicht erholen. Euch um mich keine Sorgen. Ich wollte nur den Riss verteidigen. Ansonsten hätte ich mich ihm schon viel früher entzogen. Ich wollte eigentlich das Lied behalten. Den Hilferuf studieren. Aber jetzt ist er nicht mehr. Vielleicht hat Arantalva das geschafft, was er wollte. Was wollte er denn? Dass das Lied verstummt. Wahrscheinlich. Oder, keine Ahnung, vielleicht wollte er das Lied verderben oder so. Wer weiß das schon. Aber können wir nicht diesen Ort finden, wo das Lied entstanden ist? Das solltet ihr. Es war ein Hilferuf. Aber wenn Arantalva hier war, hat er es auch gehört. Dann sollten wir uns schnell auf den Weg machen und dorthin gelangen. Das ist sehr weit weg. Wir sollten auf jeden Fall dorthin, wenn es ein altes elfisches Artefakt oder ein altes elfisches Individuum ist. Dann muss die Akademie es untersuchen. Ja, aber ihr wollt in eurem fortschrittlichen Alter eine solche lange Reise noch auf den Weg bringen? Was hat denn nun Alter wieder damit zu tun? Viel? Eine Reise ist anstrengend? Natürlich ist eine Reise anstrengend.
Okay. Vielleicht nicht davon abbringen? Adepta Tassia guckt so ein bisschen mitleidig so in deine Richtung. So. Ich fürchte, wenn er sich etwas in den Kopf... Wir können hoffen, dass er es morgen wieder vergessen hat. Ah, ich schreibe mir das jetzt auf. Ich habe kein Feuer drauf, aber ich kann den nicht... Das größten Entdeckungen unserer Akademie, die... hervorragend. Könnten endlich Reputation generieren. Die Leute werden in Scharen hierher kommen wollen und einen Lehrauftrag annehmen wollen. Hätten wir doch jetzt einen Fex geweihten, der ihm den Zettel wieder stehlen könnte. Das hätte was. Aber ich glaube tatsächlich. Aber wisst ihr was? Können wir ihn ja wir werden ihn nicht davon abbringen können. Wisst ihr, was eine Reise noch braucht? Vor allen Dingen eine Reise in das Gebirge der Salamandersteine? Nein, was? Na, wer von euch ist schon weit gereist? Na. Ausrüstung brauchen wir. Ein Schiff. Richtig, Ausrüstung. Und ihr braucht jemanden, der euch magische Phänomene erklären kann, wenn ihr auf die alte Kraft der Elfen stoßt. Da könnte er hin. Und ihr braucht einen Experten für hochelfische Phänomene. Lass mich raten, das finden wir beides in euch. Adepta Tassia nickt so, es gibt niemand, der mehr über die alten elfischen Mythen weiß als er. Das war ja klar. Okay. Gut. Magister Silberhaar, wir können, also ich nehme an, ich darf auch mit, kann ich die ganze Zeit auch auf euch aufpassen und gleichzeitig, also ich... Wie wäre es, wenn wir noch mehr Unterstützung mitnehmen? Also wenn ihr eine eurer Tage habt, ihr wisst schon, dann brauchen wir noch einen weiteren Experten, der, wenn ihr euch nicht gut fühlt, einspringen kann. Dann kann ich mich um euch kümmern und der andere Experte kann den Herrschaften hier helfen. Wie wäre es mit Hilberto? Lasst uns ihn fragen. Mit ihm in die Schande gereist und ich halte ihn für sehr kompetent. Hilberto ist eine hervorragende Wahl. Auch weil er sich mit den Sphären auskennt. Okay, dann... Nun, dann werde ich auf jeden Fall, ich werde magische Artefakte für uns besorgen, die uns die Reise erleichtern. Und ein paar Vorkehrungen, ein paar Briefe müssen geschrieben werden und ein Vorbereitungs... Wir können morgen aufbrechen. Wir sollten alle unsere Ausrüstung nochmal überprüfen und regenerieren. Absolut. Wir sollten auch, weiß ich nicht, habt ihr sehr viele Schmerzen an der Seite, Alricio, oder? Ja. Vielleicht finden wir einen Heiler. Dann sollten wir einen Heiler aufsuchen, ja. Es gibt einen elfischen Heiler in der Nähe der Taverne. Super. Damit. Aber bevor wir das tun, solltet ihr alle erstmal in euch hineinhören. Ihr habt gesehen, welche Farbe die Augen von diesem Schattenwesen waren, oder? Das ist ein Grund mehr, dieses Übel aus der Welt zu tilgen. Ja, und wir haben das Viech doch besiegt. Das ist aber nur ein Bauer auf einem... Du bist dir sicher, dass du dieses Vieh besiegt hast, ja? Also ich hatte noch nicht allzu viel Begegnungen mit den Kräften, die ich hier vermute. Allerdings... Wenn ich recht habe, ist das ein Wesen gewesen, das mit dem Namenlosen im Bunde steht. Und der arbeitet subtil. Und zwar so subtil, dass man es nicht kommen sieht. Ja, sonderlich subtil war das jetzt gerade nicht. Hört meine Worte. Horcht in euch herein. Werdet nicht zu Verrätern. Wieso sollten? Natürlich nicht. Sagst du jetzt. Denkt dran, dass ihr immer noch das Verständnis füreinander habt. Ihr befindet euch immer noch in... Und ihr werdet meine Angst spüren können. Also ich habe wirklich, wirklich, wirklich Panik, dass diese Begegnung jetzt immer noch in euch nachwirkt. Und zwar so, dass ihr euch selbst Vielleicht nicht mehr erkennt. Könnten wir in der Gerasima Bibliothek, in der Magier Bibliothek noch mehr Informationen über dieses Wesen oder über
dieses Lied herausfinden? Oder über die Orte, die wir gesehen haben? Das ist nicht verkehrt, aber auch Alricio wird spüren, wenn Lumin sagt, er könnte sich niemals vorstellen, ein Verräter und für den Namenlosen zu sein. Das ist völlig abwegig für ihn. Dann hast du mich nicht verstanden, Lumin. Der Namenlose ändert den Willen. Er ändert dich von Grund auf. Dann sollten das wir aufeinander. Das ist das, was wir beigebracht bekommen, was wir eingetrichtert bekommen. Die Einflüsterung des Namenlosen sind unwiderstehlich. Dann sollten wir gegenseitig aufeinander aufpassen. Und hier erinnert sich Shayariel daran, dass ihre Gefährtin sich verändert hat. Wie sie in den Wald gelaufen ist. Kannst zwar mit dem namenlosen Gerede von ihm nichts glücklich anfangen, aber da klingelt was. Ah. Es ist wie meine Freundin, die dann sich verändert hat durch diese Menschen-Vampir-Krankheit und auch so blutdürstig geworden ist. Meint ihr das? Dass man sich so verändert, auch wenn man es nicht möchte? Genau das meine ich. Ich habe zwar keine Ahnung, was das mit diesen Vampiren auf sich hat, vielleicht hängt es ja auch mit dem Namenlosen zusammen. Dann wäre es genau das, was ich meine. Das ist nicht näher an einem Namenloser als ein götterverfluchtes Wesen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese Vampire sind, von denen ihr sprecht. Und ich glaube immer noch, dass deine Sippe in Gefahr ist, wenn deine Freundin von ihm Einfluss erfährt. Ja. Ich würde sagen, lass uns vorbereiten. Gehen. Wir müssen noch viel erledigen. Ja, lass uns gehen, uns vorbereiten und versuchen, einen Weg zu finden. Er wünscht sich noch mal den Flock herbei. Aber er bleibt verschwunden. Okay. Und als er durch das Licht wieder in die Realität, auf Dere wieder zurückkehrt, ist die Nacht angebrochen schon draußen. Ihr hört fröhliche Lieder, die von den Bäumen zu euch herüber wehen. Und irgendwie wirkt alles so surreal, was ihr erlebt habt. Und Magister Silberhaar schreitet voran mit festem Schritt. Auf zu den Büchern! Wir müssen noch viel erforschen und nachlesen, bevor wir morgen aufbrechen. Und Adepter, das ja, öffnet doch einmal unsere Truhen wegen den Artefakten, die wir gesammelt haben. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sie brauchen. Sehr wohl. Ich wende mich erst nochmal an Tassia. Würdet ihr mir bitte erst sagen, wo ich diesen Heiler finde? Ich denke, er wird in der Taverne beim, wie habt ihr das genannt, Fest sein? Anvil heißt er. Komm mal, Richo. Wir gehen dorthin. Es tut mir leid, ich hätte ein bisschen besser werfen können. Alles gut. Und so verlassen wir Aventurien für heute. Und wie es weitergeht, erfahren wir dann hoffentlich in 2 Wochen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank auch nach da draußen, dass ihr dabei wart heute. Ja, in der Peak fast 30 Leute. Sehr, sehr gut. Danke nochmal für den Raid auch. War richtig toll. Auch habt ihr schön mitgefiebert da draußen, Eleanor und die ganzen anderen. Engil, Gevatter. Irgendwie richtig, richtig toll, dass ihr immer so dabei seid. Und ja. Ein böses Wesen schon vernichtet. Leider den Flock dafür geopfert, aber vielleicht war er genau dafür da. Wer weiß. Und müsst ihr hoffen, dass Magister Silberhaar seine gute Verfassung beibehält. Oh Gott, das wird noch was. Aber hey, immerhin wird Lumin dann schön nach und nach seine Selbstbeherrschung steigern können. Ja, ja.
Das kriegen wir schon hin. Passt ja schon. Hat super geklappt heute auch mit dem Cinema-System. Einige Würfel gewürfeln müssen heute. Und eigentlich haben die Aktionen ja immer ganz cool geklappt. Das fand ich auch sehr, sehr schön, wie das ineinander gegriffen hat. Ja. Sehr, sehr cool. Danke, dass ihr das auch so schön beschrieben habt. Und ich hoffe, es war auch in eurem Sinne, wie die Sachen irgendwie dann vonstatten gegangen sind. Ich fand den Kampf eigentlich ganz cool. Und dann sind wir gespannt, wie Valinoe 86, wie die Reise dann von sich geht. Ja, vielen lieben Dank auch fürs schöne Leiten wieder. Genau, ich suche jetzt noch mal ein bisschen raus, wo wir denn unsere jetzt noch 16 Zuschauer hinschicken können. Und ihr macht doch mal fleißig Werbung für das, was ihr gerne so macht, die ganze Zeit. Irgendwie für eure Projekte, die ihr noch so auf der hohen Kante habt. Ja, ich dränge mich mal vor. Ich mache das Gleiche. Ich stream Pen and Paper. Mein eigenen Kanal. Wir spielen die G7. Habe ich letztes Mal ja schon ganz viel zu erzählt. Super Sache. Jetzt gestern auch wieder eine sehr intensive Runde gehabt. Wo eine Dame ihr Lebenswerk damit beendet hat, dass sie selbst zum Vampir geworden ist. Und dann von unserer Heldengruppe ebenfalls vernichtet werden musste. Genau. Ui, harter Tobak. Ich habe nichts zu berichten. Ich bin nur hin und wieder zu Gast bei Rollenspielrunden. Wie sieht das denn bei der Stadtpoetin aus? Du hast zwar keinen Twitch-Kanal, glaube ich, aber machst du trotzdem Content, ne? Mehr oder weniger. Ja. Aber was seine Schatten vorauswirft, überlege ich gerade. Es gibt so ein, also Nerdchat ein wenig ja immer. Also das, genau, da kann man so ein paar Andachten lesen, Texte, Herr der Ringe, Wednesday, was auch immer. Und demnächst wird es auf dem Kirchentag, also auf dem evangelischen Kirchentag, so Workshops geben in Nürnberg zum Thema Pen and Paper und Live-Rollenspiel. Da kann man hingehen und da auch uns treffen, zum Beispiel, also mich, andere auch, und ein bisschen was hören, wie man das so verbinden kann mit Jugendarbeit. Das ist aber noch eine ganze Weile hin. Hat ja gerade auch einen schlechten Touch gekriegt im Rheinland, ne? Also, aber das ist ja nicht gemeint, ne? Also hat nichts mit diesem ominösen, bösen katholischen Priester zu tun, der bei den Rocket Beans Pen and Paper gespielt hat und jetzt in die Ecke gestellt wird, wo ganz viele katholische Priester sich gerade aufhalten. Nein. Ja. Also, ne, ist alles evangelisch, hat nichts der katholischen Kirche nichts zu tun und ist alles ganz koscher bei der Stadtpoetin da an dem Stand. Gut. Ja. Sleeve spielt Shadowrun sonst noch, wahrscheinlich eher privat. Und, genau. Also das ist ganz privat. Aber dann kann ich an dieser Stelle nochmal für ein anderes Projekt werben, was beim Koali auf dem Kanal läuft. Das sind die Würfelphilosoph. Da gehöre ich zur Stammbesetzung. Das ist ein netter Podcast mit lauter netten, linksgrün versifften Leuten, die sich über ganz viele nette Dinge, spannende Dinge unterhalten. Und wir haben gerade vor zwei, drei Tagen eine Folge aufgenommen wieder. Und es ist immer wieder eine Freude, mit den anderen aus der Besetzung und den GästInnen zu reden und zu schnacken. Das macht sehr viel Spaß. Hört doch mal rein. Beim Koali auf dem Kanal oder auch als Podcast eben. Viel Spaß. Genau, da könnt ihr auch die Stadtpoetin mal der nächsten Folge hören. Die ist nämlich als Gästin dabei gewesen. Genauso wie Jasmin Neitzel. Die kennt man vielleicht aus etlichen DSA-Publikationen. Und jetzt habe ich gerade gesehen, der Kanal, wo ich euch hinschicken wollte, ist gerade offline gegangen und
Ricke Nerds After Dark ist gerade hierhin gejoint. Ich wollte euch gerade meine Zuschauer rüberschicken, aber ihr seid jetzt gerade auch fertig geworden. Dann muss ich jetzt was anderes suchen hier. Hier gibt es jemanden, der Star Wars spielt. Gucken wir mal, ob die noch dran sind. Star Wars RPG. Das ist doch auch cool zum Raiden. Table Story. Die haben zwar schon ganz, ganz viele ZuschauerInnen, aber jetzt haben sie noch ein paar mehr gleich durch euch. Guckt mal schön Star Wars, lasst Grüße da und benehmt euch. Tschüss. 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 Ciao. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.